eine Grundvoraussetzung. Wenn ich jetzt sage, wir denken uns die Helga aus und die Romy aus, Rosi, Entschuldigung, und die kommunizieren. Und die Helga hat irgendeine Vorstellung im Kopf und will das praktisch übertragen in der Romy ihren Kopf. Okay? Dann kannst du das nur mit Worten machen. Das heißt, wenn du jetzt Worte, du beschreibst eine Vorstellung in deinem Kopf mit einem Wort. Wir haben jetzt eine Perspektive. Warte mal, entschuldige, ist ganz kurz die Nele, die will was. Es ist also hier ganz interessant, dass ja Worte in dir Vorstellungen auslösen. Und die beschreibst du mit Worten. In Wirklichkeit ist es andersrum. Es ist immer diese Spiegelungen von Worten. Du hörst Worte, auch wenn du selber denkst, benutzt du Worte, um irgendwas zu beschreiben. Und ich habe jetzt hier in den letzten Selbstgesprächen, also mit einigen, ich weiß nicht, ob die aufgenommen wurden oder nicht, ist mir relativ wurscht, weil das schon wieder ein Vorher und andere mehr oder weniger voraussetzt, wo ich mir denke, dass der das gehört hat. Du musst das doch mal verstanden haben, dass nicht so niemand, den du dir ausdenkst, was verstehen kann. Der Einzige, der es verstehen kann, ist der Geist, der sich jetzt den Udo ausdenkt, der ist genauso denn alles ausdenkt. Gedanken können nichts verstehen. Es sind Selbstgespräche, okay? Also, jetzt mache ich ganz kurz vorneweg, weil sonst wird es zu kompliziert. Ja, müssen wir. Helga, erinnert dich an unser letztes Gespräch, habe ich vielleicht zu dir gesagt, ich habe es zu viele gesagt, du kannst ein kleines Experiment machen, wenn du mit dir allein bist. Ich rede jetzt momentan normal, du schließt die Augen, musst du natürlich an die Augen denken und dann denkst du einfach einmal an 30 Gegenstände nacheinander. Und zwar magst du Folgendes, probier das wirklich aus. Du denkst an einen Gegenstand, ich mache mal so das Beispiel, du denkst an den Eiffelturm und dann stellst du dir den Eiffelturm so 4-5 Sekunden bildlich vor, ganz einfach. Dann denkst du an den nächsten Gegenstand, meinetwegen an einen Apfel, stellst dir den bildlich vor und das machst du mit 30 Gegenständen. Und wichtig, wenn du jetzt den Doppelschritt machst und du beobachtest dich dabei, die erste Erkenntnis, du kannst überhaupt keine Vorstellung, keine bildliche Vorstellung in dir aufbauen, wenn du nicht das Wort sprichst. Ja. Aber jetzt kommt das nächste Problem, das zwanghafte chronologische Denken. Ich habe in einigen der letzten Selbstgespräche habe ich immer wieder gesagt, ich mache mal folgendes Beispiel. Du stehst vorm Spiegel und du lächelst und dann lächelt dein Spiegelbild. Du denkst Eiffelturm und baust den Eiffelturm auf. Und jetzt haben wir schon wieder dieses komische Gefühl, dass da was nacheinander kommt. Du musst diese Welle, das Wort und dann das Bild musst du in die Transversale schieben, weil ja, alles, was du denkst, denk an die 200 Gramm rote Knete, passiert jetzt und wir haben eine transversale Ebene. Das heißt, in dem Moment, wo du an das Wort Alphaturm denkst, baut sich dieses Bild auf und nicht, du denkst das Wort und dann denkst du an das Bild. Du wirst merken, wenn du drüber stehst, machst du schon wieder wie in unserer Zeile die Worte, dass du zuerst das Wort anschaust und dann das Bild. Wie wenn wir in einer Zeile Alphaturm hinschreiben und dann einen Eiffelturm hinmalen, wenn du das anschaust, ist es gleichzeitig da. Das ja, ist das Zeitfenster. Ja. Das heißt, die erste Erkenntnis, du kannst überhaupt keine Vorstellung aufbauen, ohne Worte zu sprechen. Das stimmt. Was jetzt aber passiert, da du in der Welt der Perspektiven, in der personifizierten Zustand den Fokus nur auf die Bilder legst, vergisst du, dass ohne, jetzt rein im feinstofflichen Bereich, ohne Worte gar keine Vorstellungen in dir aufgebaut werden. Da kriegt dieses Beispiel, im Anfang war das Wort eine vollkommen ja, neue Dimension. Ich mache das jetzt sehr kurz, weil ich deine Frage beantworten will. Das nächste, was du erkennst, dass spätestens nach dem dritten, vierten Gegenstand, den du dir ausdenkst, du eigentlich als mit dem Doppelschritt als Beobachter zum Schmunzeln anfängst, weil du zum Beispiel hier erkennst, dass du dir überhaupt nichts raussuchst. Du musst förmlich darauf warten, was dir als nächster Gegenstand einfällt. Ja, ah, ist so, ja. Das ist, dir wird deine absolute Unfreiheit als träumender Geist bewusst, dass der sich überhaupt nicht raussuchen kann, was er denkt, was er träumt. Ihr wisst, wir haben tausendfach durchgemacht, den Einfallspindel, das Bild. Erst mit diesem Doppelschritt wird dir das bewusst, da läuft einfach was ab, dass dir was einfällt. Das können auch Reizauslöser sein, wo deine Logik sagt, da habe ich nichts damit zu tun und dann baust du dein Interpretationssystem auf und das ist ein ständiges Umformen deiner Information. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, wenn wir jetzt erst einmal ganz einfach reden, schon das Wort Wahrheit, in Ich bin du im ersten Band, nicht sehr mit Einschub, eine Wahrnehmungseinheit, das, was ja, du wahrnimmst. Ja. Die Wirklichkeit, da haben wir ja schon das wirkende Licht. Richtig.
in der Oberfläche. Selbstverständlich kann man das natürlich auch umdrehen. So wie ich immer wieder sage, ich kann sagen, es taucht in mir was auf, wenn ich diese Quelle nach unten setze, oder es fällt mir ein, wenn ich die nach oben setze. Aber jetzt kommt das Verrückte, Helga, was ich dir erzählt habe, dass diese beiden Extreme im Ende letztendlich, die beiden Äußeren sind die Mitte. Das ist das Nichts und das Alles, ja, ist beides die Nulllinie, dem alles entspringt. Ja. Das ist auch dieser große, das ist immer wieder dieses Aufspannen eines Zeitfensters, dass du immer einen Punkt an Anfang und ein Ende setzt. Und jetzt kommt hier mit den Wahrheiten, und jetzt mache ich das ganz kurz bis zu zuhören, prinzipiell alles, was in dir auftaucht, entsteht hier und jetzt im roten Kopf. Dieser rote Kopf ist das, der Kopf des Ich, der sich nicht mehr personifiziert. Das ist, es kann immer nur hier und jetzt in dir, in dem Geist, der mir jetzt zuhört, der nicht denkbar ist, entstehen. Absolut. Okay, das ist einmal das Erste. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen feinstofflich und feststofflich. Das heißt, ich kann Realität, was wir Realität nennen, und jetzt wichtig, was ich von Realität gesagt habe, das Wort Realität, was habe ich bisher geglaubt, was Realität bedeutet? Das ist die materielle Welt da außen, die auch unabhängig von mir existiert. So haben wir das gelernt. Die reden alle, das ist real. Das heißt, das ist wirklich, das ist ein Blödsinn. Das Wort Realität, real ist, Res heißt eigentlich nur Dinge, Sachen. Dinge und Sachen, ja. Das ist alles, was dir dinglich oder sächlich in dir erscheint, in dir in Erscheinung tritt, ist real. Weil es ein Ding ist, eine Sache ist. Das spielt dabei keine Rolle, ob das eine feinstoffliche Information ist. Ein gedachtes Ei ist genauso ein Ding wie ein Ei, das du in einer gewissen Entfernung vor dir, ich könnte jetzt wieder sagen, auf deiner Verabredung vor dir auf den Tisch stehen siehst. Es ist beides deine Information, bloß du bist, wenn es dann sinnlich wahrgenommen wird, kommt eben diese absolute Vergessenheit an die vier Stufen der Vergessenheit denken. Es muss selbst der Materialismus, dein bisheriges Denken, schreibt dir vor, es muss in dein Gehirn drin sein, wie ich immer wieder sage. Das natürlich als Ding auch erst dann existiert, wenn du an das Gehirn denkst, dann ist das Gehirn real, das du denkst. Also real hat nichts mit materiell zu tun, sondern es sind Dinge oder Sachen, die in dir in Erscheinung treten, gleichgültig, ob die gedacht werden, ein grünes Maßmännchen, das ich mir vorstelle, ist real. Es ist ein Ding. Interessante Erkenntnis als nächstes, somit ist Schmerz, Angst ist nicht real. Was ich jetzt nicht, und jetzt kommt schon der Widerspruch in der Sprache, was nicht heißt, dass das nicht existieren kann, diese Gefühle. Es sind Gemütszustände und Gefühle, die mit keinster Weise was mit Realität zu tun haben, weil das keine Dinge oder Sachen sind, sondern Gemütszustände. Und jetzt hast du schon eine kleine Verschiebung. Wenn du das nicht weißt, kommt das ganze Matrix-System durcheinander, wie wenn du in ein Computerprogramm einen Fehler reinmachst. Ja. Weil meine Schöpfungsmatrix baut auf die korrekte Verwendung von Worten auf. Ja. Und ich kann immer wieder sagen, das, was ich jetzt erzähle, erzähle ich denen, der sich den Udo ausdenkt. Mir gehen die Menschen, die euch ausdenken, am Arsch vorbei, weil das sind vergängliche Erscheinungen. Ich erkläre dir, was deine eigene Ewigkeit ist, und eine vergängliche Erscheinung wirst du nie erklären können, was ewig ist. Du kannst einen Gedanken von dir sowieso nichts erklären. So wenig wie du einen Computerchip was erklären kannst, kannst du dein Gehirn nicht erklären. Das macht allein. Andreas, das macht total allein. Und da ist natürlich, da kommen wir dann in der Emotion, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft, in einer Liebe, ich predige immer, lerne bei Zeiten des Loslassen. Du verlierst nichts. Wenn du was liebst, musst du dir das ausdenken und vor dich hinstellen. Aber das, sobald du was vor dich hinstellst, denkst du dir auch den, der sich das ausdenkt, aus. Du bist nicht der, der sich jetzt einen Partner ausdenkt, sondern du bist der, der sich selbst an einen anderen denkt, der beide gleichzeitig ist. Ja, das ist die biblische Hochzeit. Ja. Das ist die biblische Hochzeit. Okay. Du wirst merken, alles, was in deiner Welt, ich kann es nicht oft genug sagen, Holofeeling überragt das komplette menschliche Wissen, die Philosophie, wirklich um geistige Welten. Und das Verrückte ist, es bedingt in keinster Weise, dass du blind was glauben müsstest. Wie ich sage, der Erste erklärt die elementaren Sachen, der Intellekt eines 13-Jährigen reicht aus, um diese Gedankengänge mitzugehen und hier und jetzt sofort zu überprüfen. Das heißt, kommen wir zur Wirklichkeit und Wahrheit. Es ist prinzipiell, alles, was du zu sehen bekommst, ist hier und jetzt deine Information. Egal, ob feinstofflich oder sinnlich wahrgenommen. Und jetzt wirst du feststellen, dass ich alles, was du glaubst, was in der Vergangenheit passiert ist, wo ich immer wieder sage, es ist zuerst einmal de facto ein Gedanke, der aus dir, von dir gedacht wird, der nur ist, weil du ihn denkst. Als träumender Geist kannst du dir nicht raussuchen, was du denkst.
gut, dass Realität in Bezug auf sinnliche Wahrnehmung immer nur unmittelbar hier und jetzt von dir wahrgenommen werden kann. Das heißt, du kannst auf deiner Verabrede, das heißt in deinem Gesichtsfeld, real sinnlich wahrgenommene Gegenstände immer nur unmittelbar hier und jetzt erschaffen. Du kannst dir denken, dass du, ein Beispiel hunderte Male erzählt, du kannst jetzt dran denken, dass du heute Abend in dein Schlafzimmer ins Bett steigst. Dann musst du wissen, das Schlafzimmer, das Bett und dein Körper ist in dem Moment eigentlich nur eine feinstoffliche Vorstellung, weil du dir das Schlafzimmer, das Bett jetzt woanders hin denkst und den Vorgang ins Bett steigen in die Zukunft denkst. Du kannst natürlich auch sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden, dann denkst du dir das Schlafzimmer auch woanders hin und diesen Vorgang, diese Tat denkst du dir in die Vergangenheit. Das kannst du jetzt denken, dann siehst du das jetzt, aber nur feinstofflich, weil du das räumlich oder zeitlich dir woanders hin denkst. Wenn du das real erleben willst, dann muss jetzt das Gesicht in deinem Gesichtsfeld sein, auf der Verabrede muss es Bett sein, du musst dich jetzt sinnlich wahrgenommen an den Körper denken, wo du sagst, das bin ich, den du auch sinnlich wahrgenommen dann wahrnimmst. Und nur in diesem Zustand kannst du unmittelbar hier und jetzt real ins Bett steigen. Sobald du dir diese Vorgänge oder die Gegenstände räumlich oder zeitlich woanders hin denkst, sind sie auch hier und jetzt. So ist es. Aber nicht feinstofflich. Ja. Ja, so ist es. Realität, so wie wir Realität bisher benutzt haben, das Wort. Echt. Ich nenne es einfach sinnlich wahrgenommen. Das ist also, das Wort Realität heißt nicht sinnlich wahrgenommen, sinnlich empfunden. Es ist nur die höchste Stufe der Vergessenheit. Dass du das, was du hier um dich herum in Raum und Zeit verstreust, auch hier und jetzt ist. Darum sage ich, prinzipiell kann alles nur hier und jetzt sein, wenn du es im Selbstgespräch nochmal liest. Aber sobald du dir jetzt irgendeinen Vorgang oder irgendein Ding räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, ist es definitiv nur Feinstoff. Ja. Was du realisieren, optisch muss es in deinem Gesichtsfeld sein. Du kannst dir jetzt einfach darum denken, da du dir den nach Paris denkst, ist er nur feinstofflich. Es ist, besteht durchaus die Möglichkeit, den sinnlich wahrzunehmen. Dann musst du dich aber in irgendeiner Form, dass um dich herum Paris ist, du bist immer der Mittelpunkt von der Welt, die du träumst, egal wo du dich hindenkst. Ja. Das Rote hier und das Rote jetzt ist immer, du bist immer die Mitte von allem. Der Geist, der mir jetzt zuhört. Und wenn du jetzt hier jemanden woanders hindenkst, dann hat er natürlich auch von dir gedacht dein eigenes Zentrum. Du kannst jetzt die Helga in die Küche von der Helga denken und dann kannst du jetzt hier und jetzt schauen, was die Helga, wenn sie sich in der Küche umdreht, was sie für Bilder hat. Aber die sind hier und jetzt in ihrem roten Kopf. Der ist im Niemandsland. Tja. Du hast 20 Jahre trainiert, weil dann das bewusst, du löst dich immer mehr auf, dass du immer weniger dich verwechselst mit deinen Gedanken von dir. So ist es, ja. Das ist, wir reden hier nur von Fakten. Ja, das ist so. Und das ist eigentlich das, was verstanden werden muss und darum ist es so wichtig, die Worte, dass ich immer sage, das läuft parallel, das musst du nicht wissen, diese einfachen Sachen musst du wissen. Wie Lücken lässt, das dann noch mit der Sprache zusammenhängt, dass das wirklich ein Computerprogramm ist, dass das ein vollkommen neues Weltbild ist, das ein Übersystem ist für die ganzen bisherigen Weltbilder. Dieses ganze ESO-Geschwätz, du kannst es fast nicht mehr haben, wenn es da außen eine Erde ist, ist auch halt verdammt nochmal das zweite Computer, steckt alles drin. Ja. Und versuch das nicht irgendeiner von dir ausgedachten Figur zu erklären. Es ist ein Spiel zwischen einer Handvoll Geistesfunken, die letztendlich derselbe Geist sind. Das heißt, wenn ihr jetzt in Chemnitz sitzt, da ist nur ein Allereinziger und der platzt im Splitscreen in diese verschiedenen Perspektiven auf, die wir jetzt übrigens auch haben. Das ist jetzt im Gesichtsfeld, wenn du glaubst, du bist der Andreas, im Gesichtsfeld der andere Computer, anderer Monitor, wie bei der Helga, bei der Romy oder beim... Die wiederum fangen erst zu existieren an, wenn die von dem einen Geist gedacht werden, der wiederum kann aber nur mit seinem momentanen Programm denken. Das heißt, wir fangen jetzt langsam an, das zu überschreiten. Das ist ein Spiel, das muss man alleine spielen. Darum sage ich, man kann ein Grüppchen bilden, kann sich gegenseitig bereichern, aber da merkt ihr dann eigentlich schon wieder, dass unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, die immer richtig sind. Das ist das Verrückte, diese Präzision. Man muss sehr, sehr fein, wenn ich greife mal zurück, euer Gespräch, wo wir dann nochmal drüber geredet haben, Andreas, über das Bewusstsein ist immer da. Das stimmt. Die Aussage von Andreas, aber was Ihnen in dem Moment gar nicht bewusst worden ist, dass er wieder von einem ausgedachten Bewusstsein spricht. Das ist immer egal, was Anna behauptet. Das erfordert sehr, sehr viel Demut, dass wenn du jetzt was hörst, dass egal, was Anna äußert, der hat recht. Definitiv überhaupt noch
dann kannst du dich reinsetzen, was man nicht verstehen, nicht verändern, sondern zusammensetzen. Ja. Da musst du wirklich diese Fähigkeit, das Rote, was ich immer sage, was rot ist, es kann nur gewusst werden. Und das ist immer der kleine Trick mit der Vorstellung, wenn ich sage, rot sind eigentlich alles Sachen, die man wissen kann, aber dass das Rot geschrieben eigentlich schon wieder wie bei dem Wort nichts, was darstellt, was eigentlich gar nicht in Erscheinung treten kann. Und dann wird es sehr, sehr einfach in vielen Funktionen, das also mit Wirklichkeit und Wahrheit. Wenn wir das jetzt umdrehen, können wir das natürlich auch spiegeln. Wir können auch die Wahrheit rot machen und die Wirklichkeit, so wie ich in Gott nach oben setzen kann und nach unten, aber der ist die Mitte. Das ist halt die Welt der Perspektive. Und das wirkende Licht, du hast es eigentlich schon in der Wirklichkeit, im wirkenden Licht, oder das Schöne, was ich jetzt hier in unserem letzten Gespräch, wo der Heiko aufgenommen hat, mit dem Wille. Der Wille ist Wollen, und das ist Wollen, das Wellen. Kannst du mal Etymologie tun, nachschauen. Und das Wellen ist das Wählen. Da kommen wir in die andere Sprache, dann kriegst du Creatio, die Auswahl. Aber wählst du irgendwas aus, in der unteren Stufe als Träume in der Geist, kannst du das bloß anschauen. Mit der absoluten Erkenntnis der Unfreiheit in Bezug auf die eigene Person, auf das Leben der eigenen Person. Wenn du all die Almena-Vorträge anhörst, da war mein Hauptthema, ersichtlich zu machen, mein Speisekartenbeispiel, dass der größte Wahn eines Menschen darin besteht, dass er meint, er hätte eine eigene Meinung und er könnte irgendwas bestimmen. Es bestimmt sein Programm. Ja. Oder das Schöne, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil das ist tausendmal wichtiger, wie wenn du auffächerst. Ja, wenn ich jetzt die letzten 20 Jahre aufspanne, da sind so viele in Almena gewesen, die haben sich reingesteichert und aufgefächert wie die Weltmeister und haben nichts verstanden von dem, was wichtig ist. Das hat nur ihr Ego aufgeblasen. Ja, das ist ich lege keinen Wert drauf, es wird erst in der nächsten Stufe sehr interessant. Das ist wie wenn dir einer irgendwas von physikalischen Gesetzen plappert und er kann nicht rechnen. Du kannst die gar nicht verstehen, wenn du im Hintergrund das Rechnen nicht verstehst. Und da wirst du merken, dass ja wirklich alles stimmt, was nicht stimmt, sind die Erklärungsmodelle, die du nachplappst. Habe ich ja genügend Beispiele. Und was du merkst, es fällt letztendlich immer alles in dieser Physik in den einen Punkt zusammen, wenn dein Geist sich lichtgeschwind bewegt. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einen Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Das ist das Rote hier und das Rote jetzt, das nicht denkbar ist. Weil das Rote hier praktisch alles ist, wo du überhaupt irgendwie einen Namen geben kannst. Und das Jetzt ist immer jetzt. Und sobald ich ein blaues Hier sage, Chemnitz, Weißenburg, München, Salzburg, ist es auch im Roten hier und ich hebe jetzt praktisch einen Namen, ich gebe einem hier einen Namen und dann verstreue ich das schon in Raum und Zeit um mich herum. Es kann aber immer nur hier sein. Und egal, wo ich mir zeitlich was hindenke, ich denke es jetzt. Ja. Das ist in der Esoterik, wird zwar von dem Hier und Jetzt gesprochen, aber du wirst es kann finden. Und Andreas, was ich ein paar Mal gesagt habe, was sehr wichtig ist, das ist immer, wenn wir jetzt wieder normal geldtechnisch denken, du kriegst von mir 5 Millionen Euro, wenn du mir einen aller einzigen Menschen bringst, der weiß, was 100% bedeutet. Die hochstudierten Menschen, alles, was die glauben, wo die 100%ig sicher sind, kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Es ist blinder, dogmatischer Glaube. Es ist 100%ig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Was nicht heißt, dass das nicht als Seinsmöglichkeit trotzdem da ist, das ist wie die vielen Formen der Gnade. Wenn die Form eine Gnade nicht hat, existiert die nicht. Aber sie kann prinzipiell alle möglichen Formen annehmen. Welche Formen die Gnade, sprich unser symbolischer Geist, träumende Geist, annehmen kann, hängt von dem Programm ab, dem Geist die Form gibt. Die Bilder, die am Computer, am Bildschirm auftauchen können, stehen und fallen mit dem Intellekt, mit dem Programm und den Daten, die zum Denken benutzt werden. Und jetzt ist natürlich dir klar, dass du dein Programm unendlich erweitern kannst. Das ist ungefähr so, geh bloß ins Internet und schau, wie viele Seiten du aufmachen kannst, die du noch nicht angeschaut hast. Die sind im Hintergrund ja da, aber sie existieren nicht. Jetzt existieren sie zumindest als Blackbox, weil wir drüber reden. Es ist eine Blackbox mit unendlich viel Inhalt. Aber unendlich ist gleich nichts. Scheiße, habe ich da mal fertig. Ich nehme mal die dazu. Oh, der grätscht da gerade rein. Oh, da ist ja alles beisammen. Alles klar.
Ja, die haben mich auch gerade aus dem Schlaf geweckt. Die haben mich auch aus dem Schlaf geweckt. Ich kann das wiederholen, das ist ja praktisch nichts, was ich jetzt erzähle, was neu wäre. Nee. Es geht nur mit Wiederholung. Es geht wirklich immer nur mit einer ständigen Wiederholung. Man kann den Fokus aber einer gewissen Dinge auf die Worte legen. Wenn du gut aufhören kannst, wirst du merken, dein Leben, du ärgerst dich trotzdem mal so, konzentrier dich auf diese innere Gelassenheit, auf das Einverstandensein, und dann kommen wir wieder runter auf diese einfachen Worte, fordere dein Wille geschehe. Und was vor allem jetzt auch sehr wichtig ist, unser letztes Gespräch, Herr, das richtige Verstehen beginnt erst, wenn du in diesen Bewusstseinskick ins Ende reinkommst. Du kannst es vorher schon intellektuell begreifen, aber das Verstehen wirklich, dass das so ist, dieses Bewusstsein, das kommt eigentlich erst so im letzten, auf die letzten Seiten des Lebensbuches. Ja. Wobei ich es nicht festmachen muss. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ja. Ich behaupte, ich habe das als 20-jähriger Udo auch schon gewusst, aber mir war als 20-jähriger schon bewusst, dass ich nicht der Udo bin, sondern bloß irgendeine Figur in irgendeinem Traum. Das ist das eigene, das ist eben der Unterschied zwischen inkarnieren und wieder auferstehen. Aber da geht es jetzt nicht um die Figur Udo. Dreht sich letztendlich alles um den, der uns Brüssel jetzt ausdeckt. Und ihr wisst, wie oft ich in den letzten Selbstgesprächen gesagt habe, wenn ich sage, ich, im Kontext erkennst du, ob ich jetzt hier von dem kleinen blauen Ich, vom großen blauen Ich oder vom roten Ich oder vom JCH rede. Ja, genau. So wie ich das Wort Krebs auch erst in einem Kontext der Vorstellung mache, korrekt. Da war in dem Wort Krebs ja unendlich viele Bilder drin. Ja. Und darum bleibt es was Intimes. Es ist immer, du wirst merken, die Sinnlosigkeit, was verbessern zu wollen. Das ist also dermaßen, dir wird immer mehr die unendliche Geistlosigkeit und die Erbärmlichkeit der Figuren in deinem Traum bewusst. Jeder, der einseitige Meinungen vertritt, das sind solche Sätze, die sind so wichtig. Jeder, der mit einem Denksystem, mit einem Glauben arbeitet, das im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, jetzt muss ich den Anschnitt dazu nehmen, da wollte ich eigentlich, ich darf da gar nicht, normalerweise muss ich mich wegschalten, den habe ich gerade, er sollte mich zurückrufen. Nein. Du, Michael, ich weiß nicht bloß schnell, wann bist du da? Du kannst das abklären, wann raumzeitlicher Schnickschnack, wann bist du wieder in Weißenburg? In etwa 3 bis 4 Stunden. Du, na, ruf mich dann nochmal an. Du kannst mir zuhören, wenn du willst, du kannst auch wegbleiben, jetzt hat er mich schon wieder rausgerissen. Weil das, wenn du bei mir, wenn ich einmal einklicken du, dann geht es bei mir zu, dann habe ich 1000 Anrufe am Tag. Ich bin gleich wieder weg. Alles klar, du rührst dich, wenn du da bist. Mache ich, auf jeden Fall. Gleich, ciao. Bis gleich. Tschüss. Wobei ich jetzt stehen blieb. Ich werde immer vergesslicher, das ist ja positiv. Das ist zum Beispiel so ein Thema, dass wenn du merkst, dass du vergesslich wirst, das kommt mit dem Alter, kommt es. Es geht nicht um das, was du vergisst. Ich kann das nicht oft genug sagen, es geht um Bewusstsein. Es geht um rein das Bewusstsein selber als Ding an sich, das nicht gedacht werden kann, das die ganzen Sachen erlebt. Und du merkst dann, wenn du älter wirst, dass du vergisst, und ich wiederhole das nochmal schnell, wenn du ein Zeitfenster jetzt aufspannst, dein Leben bis jetzt, das sind so viele Phasen gewesen, bevor du in die Schule gekommen bist, ist ja fast nichts mehr da. Ja. Da musst du mehr konstruieren, wie das jetzt wirklich noch reale Erinnerungen da sind. Dann in jedem Zeitabschnitt hast du Sachen zu lernen und dann vergisst du das und dafür kommt was Neues. Das heißt, Wissen, das in dir auftaucht, in dir ist unendlich viel Wissen. Wenn ich jetzt in das Bücherregal reingehe, sind da Unmenge von Leben und in jedem Leben lernst du was und du nimmst nur immer das mit, was wichtig ist. Das ist mein Beispiel mit dem Sauer. In dem Heiko-Gespräch, glaube ich, habe ich das nochmal aufgeschrieben. Dass du nur die Erfahrung mitnimmst und es unwichtig ist, als welcher Körper, in welcher Situation du das erste Mal sauer gelernt hast. Es reicht, dass du dann weißt, was sauer ist. Jetzt ist es also so, dass jetzt der normale Mensch ihn nicht loslassen kann. Darum sage ich, du musst bei Zeiten es loslassen lernen. Das heißt, dass dir klar ist, dass Gedanken werden nie für die Ewigkeit sind. Selbst wenn ich die wiederhole, werden die immer wieder neu aufgebaut. Das heißt, wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du nicht immer dieselbe Landschaft. Wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass hier die Details sich ständig verändern, und wenn ich das Gnädebeispiel habe, das habe ich schon immer und immer wieder gesagt, wenn ich jetzt aus 300 Gramm rote Gnäde eine Tasse mache, dann mache ich einen Teller und dann mache ich wieder eine Tasse. Selbst wenn ich die Gnäde genauso form wie vorher,
da kommt jetzt schon das Problem, du kannst vorher gar nicht gefahren, du kannst immer bloß jetzt fahren. Ja. Das ist das selbe Gnädi, aber nicht die gleiche Tasse. Mhm. Wenn der Andreas jetzt an seinen Körper denkt, bist du immer derselbe Geist, aber bloß der G-Leiche, die G-Leiche Andreas. Mhm. Die verändert sich ständig. Wenn man das erste Mal gesehen hat, hast du einen Haar gehabt. Aber hat das an dem verändert, der sich ausdenkt, hat sich an dem was verändert? Das ist das Verrückte, dass das Gefühl muss kriegen, dass du das Altern, dass das alles deine Logik macht, dieses Gefühl von älter werden, das ist diese Verbindung eben mit diesem Verwandlungskörper und um was vollkommen Neues zu kriegen, muss das Alte verschwinden. Das heißt, das ist das Positivste, immer daran denken, was der Materialismus als schlecht sieht, ist eigentlich gut und umgekehrt. Das Positivste, was es überhaupt gibt, das ist dir vergessen, weil es ist ein klares Zeichen, dass was Neues auftaucht. Was nicht auftaucht, wenn du permanent versuchst, das Alte am Leben zu halten, dann bist du der Hamster im Laufrad. Das geschehen lassen. Ja, stimmt. In jeglicher Form fordert ein Wille geschehen. Und das ist jetzt wie mit unserem Haar, mit dem Buchstaben, mit Wort, mit dem Satz. Dass du, wenn du dann den Übergang geschafft hast, wirst du feststellen, dass du eigentlich gar nichts verloren hast, sondern was Neues kriegst hast. Ja. Und ich sage immer wieder, wenn du das Wort Haus kriegst, denkst du an das Haar. Ja. Wenn du den Satz kriegst, du bist das Haus Gottes, denkst du dann bloß an das Wort Haus. Mhm. Aber das ist dann doch irgendwie weg, aber doch nicht weg, weil du dich rein fokussieren kannst. Und dann in die anderen interessiert dich das dann auch nicht mehr, weil das so banal wird. Und jetzt ist es, dass die Vergessenheit, ich habe der Helga, glaube ich, habe ich das gesagt mit einem Beispiel, wenn wir uns jetzt normale Menschen ausdenken, in Bezug auf Demenz und Alzheimer. Wenn jetzt zum Beispiel hier der Margot, ihre Mutter, nicht mehr, da wird sie damit konfrontiert, aber ich mache mal so ein Beispiel aus dem Film, was jetzt durchaus auch für einen gewissen Geist in seiner Realität auftreten kann. Wir denken uns, ein Ehepaar, älteres Ehepaar und der Mann leidet an schleichender Alzheimer oder Demenz. Das heißt, ich kenne es zum Beispiel nur auch vom Hörensong, das sind jetzt vorgestellte Sachen, dass er relative Phasen hat, wo er noch normal ist, normal, was auch immer normal ist, und er kommt von einer Sekunde in die andere in diesen Trichter, Alzheimer-Schub in die Vergessenheit. Das heißt, er sitzt mit seiner Frau da, die unterhalten sich ganz normal, so sieht es übrigens in den schulmedizinischen Büchern aus, und von einer Sekunde auf die andere kennt er seine Frau nochmal und sagt, ich will heim zu meiner Mami. Das ist jetzt diese Alzheimer-Vergessenheit blau geschrieben als Krankheit. Da ist Bewusstsein, es ist überhaupt kein Geist dort, der merkt, dass er in seiner Personifizierung vergesslich war. Mhm, genau. Weil der Geist ist, das ist nur eine KI, nur eine nackte Figur. Ja. Wenn du jetzt, der Geist, der mir zuhört, du wirst jetzt immer mehr merken, dass du vergesslich wirst, du wirst auch beobachten können, wie du darauf reagierst, ob du dich darüber aufregst. Wir können das auch über körperliche Gebrechen oder was sagen, dass ich will das am Leben erhalten. Mein altes Beispiel mit Peter hier. Es ist immer mit Krankheiten, es ist alles, was da ist, hat einen Sinn. Es erfordert unheimlich viel Glaube zu wissen, dass der alte Gangster da oben, alles, was er gemacht hat, hat einen Sinn. Aber ich sage, in einer roten Form von gut wird es erst, wenn du alle Bauteile hast. Ja, genau. In der Welt der Perspektiven bist du halt, dass Bauteile, die richtig erscheinen, Phänomene, die richtig erscheinen und zwangsläufig jede Vorstellung von richtig setzt ein Gegenteil, das mal dazu kommt. Positiv denken, ich will nur Kreise haben, führen dich nie zum Kegel. Ich will nur Gesundheit, sind wir so oft drauf eingegangen. Und jetzt kommen wir hier, dass die Menschen, jetzt habe ich im Faden wieder, dass du immer mehr merkst, wie unendlich geistlos die Masse der Menschen um dich herum ist. Bewundere nie intellektuelles Wissen. Da kannst du dein Smartphone in die Hand nehmen, wenn du eins hast, und ins Internet gehen, vielleicht mit Google, dann kannst du das, was dir die kleine flache Ding alles an Antworten geben kann, über weltliche Fragen, da wirst du keinen Trockenhausnaffen finden, der nur ansatzweise dieses Wissen hat. Ja. Merkst du, das ist das, was bewundert wird, das Intellekt. Intellekt ist nur eine Anhäufung von totem Wissen, das sowas von vergänglich ist, zeitabhängig ist. Ich nenne das immer Günter Jauch-Wissen. Keine alte Sau interessiert, wenn 1957 den Nobelpreis für Literatur zum Beispiel kriegt, und es würde immer, wenn du weiter wächst, wird es auch wieder keine alte Sau in deiner Welt interessieren. Also das ausgedachte Fragmente, die innerhalb eines Traums interessant sind. Übrigens war das John Steinbeck mit Jenseits von Erden, weil es mir gerade einfällt. Aha. Aber
Jetzt ist es, dass also hier dieses Spiel macht, lebt dein Leben, beobachte dich und werde immer toleranter. Und was die Menschen anbelangt, ich habe, glaube ich, hier im letzten Gespräch gesagt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Assad ausdenken, es war ja hier gestern zum Beispiel mit der Marion hier und jetzt gedacht, schau mal, die Heute-Show, die ist ja immer sehr spaßig, die wird jetzt so übel, die letzten zwei Folgen, also stellenweise, wo ich wirklich sagen muss, der war ganzheitlich. Aber zwangsläufig bringe ich jetzt mehr in Bezug auf das ganzheitliche Denken. Weißt du, es ist ein Riesenunterschied. Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg und lehrt dich mit den Leitspielen. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel KZ-Witze erzähle, kannst du dich kugelig lachen mit KZ-Witzen und da ist überhaupt keine Boshaftigkeit, sondern Weisheit. Und es ist ein Unterschied, ob man einen Witz, Neid auf das anderer macht, einen boshaften Witz macht, oder ob ich wirklich einen Humor in eine Sache bringe, um das erträglicher zu machen. Und es erfordert Geist, den Unterschied zwischen diesen beiden zu erkennen. Und das, was jetzt da abgeht, was er vorher nie gehabt hat, der Welt, in der heutigen Show kippt jetzt voll um in dieses normale Denken. Ach ja. Es ist zum Beispiel, den Assad haben sie Worte im Mund gelegt, dann auch wieder die Wörter der Massenmörder, der Massakrierer, das Monster. Und ich kann dann immer wieder nur sagen, wenn du rein Hauch von Physiognomie eine Ahnung hast und du schaust die Interviews an, wo normal nicht die Texte gefälscht sind. Da hast du ein aristokratisches Gesicht, ein Mann mit einer riesen Selbstdisziplin, mit einer inneren Ruhe, mit einer Gefasstheit, der sehr, sehr präzise auf Fragen antwortet. Da merkst du in der ganzen, da wenn wir jetzt unseren Eggman immer wird mit der Mikromime, da merkst du überhaupt nicht, dass da eine Lüge im Gesicht ist oder was. Oder eine Aggression. Also königlich fast, obwohl der eigentlich genau genommen gar kein König ist. Ist ja der Militär über Zapata da reingekommen. Das macht man dasselbe Spiel mit dem Trump, da muss man gar nicht eingehen, mit allen deutschen Politikern durch die Bank. Alles und so weiter und so fort. Das ist so unendlich erbärmlich. Denn ich gehe jegliche Form von Menschenkunde ab. Jetzt kann man nur in den Figuren bleiben, in der Grundform der Physiognomie. Wie innen so außen. Und du wirst halt einmal damit konfrontiert und jetzt die große Lösung, das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbuch. Das sind die vielen kleinen Fehler, wo du dich nicht drüber aufzuregen hast. Ich kann es nicht oft genug sagen, du kannst dich nur beobachten, du kannst immer wieder resonierst mit deinem Programm. Und jetzt wichtig, der Doppelschritt ist wichtig, du sollst dich auch nicht über dein Programm aufregen. Dann wirst du viel Spaß mit dir haben und wirst immer wieder lächeln, wie du merkst, was das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, dass das genauso eine Werte- und Interpretationsmaschine ist. Also jetzt, wenn ich die Helga vor langer Zeit, wenn sie es im Aufrecht über die Hannemarie mit den Gekichern, wo ich immer sage, Helga, mach dir mal Gedanken, habe ich gesagt, wenn eine in der Lage ist, so auch immer alles zu lachen und eine das wegzuwischen mit das, der Humor, das Lächeln trägt dich über die Abgründe hinweg und du regst dich dann darüber auf, dass die da bloß lächelt. Ich sage, wer hat das bessere Programm? Es ist immer die Quelle für das, was in dir auftaucht, ist das mal du mit deiner Logik. Und solange die einseitig ist, wirst du dich nahm. Es sind die Kleinigkeiten. Es gibt nichts, was sinnlos wäre. Drum auch, wenn ich nochmal wiederhole, mein Kabelstecker. Ein systemrelevanter Parameter bei dem, was mir Auto nennt, beim Kopfbewegen. Der Benzinschlauch genauso. Zwangsläufig gibt es, wenn Systemparameter, immer dran denken, es entsteht immer ein Gegenteil. Zwangsläufig gibt es auch systemrelevante Parameter in dem Fortbewegungsmittel, wie wir uns das jetzt ausdenken. Zum Beispiel die Windschutzscheibe kann ich raus. Ich kann sogar einen Vordersitz rausmachen, das Auto fährt. Mit unbequem. Aber was jetzt wichtig ist, für was sind dann die systemnichtrelevanten Parameter wichtig? Ohne systemnichtrelevante Parameter gibt es keine systemrelevanten. Das heißt, es wird gar keine systemrelevanten Parameter geben, wenn ich das Gegenteil sage. Es gibt keine Berge ohne Täler. Ja, nichts ist im Gegenteil. Ich komme auch nicht nacheinander. Ja, wenn ich jetzt die Berge anschaue, sagt einer zu mir, dann sehe ich, dann sind doch keine Täler da. Ich sage, das Tal ist das Zwischenstück. Das ist also hier dieses vollkommene Denken. Es gibt auch keine guten ohne einen. Es gibt keine anderen ohne den einen.
Und der eine ist jetzt, und das ist das Wichtige hier, dass du immer wieder diese Stufen nach unten machst, die wir so oft durchgegangen sind, die wiederhole ich jetzt nicht nochmal, dass du merkst, dass also bis du in den wirklich in den roten Bereich reinkommst, der dann das nicht Denkbare ist, das auch die Einheit darstellt, dieses UB, JCH, ICH, das ist die Trinität. Und ab den Schritten kommt dann eigentlich erst die Lebendigkeit. Es geht sehr, sehr tief, dass man sich immer wieder klar macht, das sind immer bloß die Momente, die Wertungen, die Gefühle, diese nicht realen Gefühle, die trotzdem da sind. Dann mal diese schöne Aufklärung vom Wort. Und dann, wenn man mal die innere Ruhe hat, dann kann man sich anfangen, eben damit wieder zu beschäftigen. Und da geht es nicht, dass sich was verändert, wenn man die Grundlage der Formsprache beherrscht. Zustand, dass man eigentlich immer lächelt. Es geht nicht, dass ich dann ein Wort nur gut auslege, aber du wirst feststellen, dass du das eigentlich, ohne dass du dir Gedanken darüber machst, wenn ich Worte sehr, sehr einfach. Ich habe so viele in der Schulmedizin, nur, das war ja jedes Wort, wie ich immer sage, bei der 400-500 Seitenbogen aus dem Stegreif, ohne dass du ein Wörterbuch hast. Das kann man sich bei Seiten auch eignen. Man eignet so eine Sache, du kriegst das Geschenk durch Interesse. Das ist, was am Anfang so unmöglich erscheint, und immer wieder jeder, der anfängt, die hebräischen Zeichen zu lernen, der sagt, das begreife ich nicht, das ist wie chinesische Schriftzeichen, die sehen alle irgendwie gleich aus. Ganz, ganz kompliziert erscheint es, und plötzlich gibt das System um, und dann kriegst du so beim Zeichen, darum soll ich immer wieder, ich betone immer wieder die Rot-Blau-Lesung. Eines der schwierigsten Aufgaben bei mir in dieser Einfachung war diese kleine Rot-Blau-Tabelle, so simpel die eigentlich im ersten Moment aussieht, weil ich ja versucht habe, ich müsste ja in jedes Zeichen unendlich viel reinschreiben, dass das wirklich so ganz einfach lernbare Kernbegriffe sind, die du irgendwann einmal ein Gefühl kriegst und es dann immer klarer wird. Es geht nicht um Hebräisch lernen, ganz, ganz bestimmt nicht. Das ist eine Fuselsprache, wenn man das Ivri macht. Das ist, es geht, dass das sind Schöpfungswesen, die unheimlich präzise arbeiten. In allen Sachen, schon im Deutsch, mache jetzt Diabetes, wenn wir zum Beispiel machen, Diabetiker. Jetzt kann ich in Medizinbücher reingehen. Ich mache mal nur bei Diabetiker, machen wir mal ganz einfache Sache. Wir haben Dia. Dia wissen wir griechisch allgemeinwissen. Ich gehe jetzt einmal davon aus, das spreche ich dir Geist zu, egal wer du zu sein glaubst in einem Programm. Dia heißt auseinandergeschmissen und hindurchgehen. DIA blau geschrieben. Die Öffnung einer intellektuellen Schöpfung. Du schmeißt dich auseinander und du hast die Illusion, dass du durch dieses Leben gehst. Bet, da ist natürlich jetzt schon interessant, dass Bet, da wissen wir, dass das hebräische Wort Bet ausgesprochen eigentlich das Haus ist, dann ist Diabet, hast du eigentlich das auseinandergeschmissene Haus. Obwohl das eigentlich mit Bet geschrieben wird, weil dieses J ja im Wort Bet oder Chat, Chat schreibt sich ja Chat, J, Taf. Das I wird wie ein E ausgesprochen. Mhm. Ja. A, B, C, D, E hast du im Englischen. A, B, C, D, E. Mhm. Ja, genau. Ist das E wird I ausgesprochen im Englischen auch. Das ist wie im Hebräischen. Okay, wir haben die Diabetik ist ein auseinandergeschmissenes Haus. Wenn du jetzt zum Arzt gehst und der untersucht dich, das Erste, was der überprüft, ist der Cholesterinspiegel. Zucker ist ganz in Diabetik. Das Erste, was überprüft wird, ist der Cholesterinspiegel. Also wir haben ein auseinandergeschmissenes Haus. Na, schauen wir mal. Kol heißt das Weltliche. Ja. Kol, das Weltliche, ist das, in dem ich mich versteckt habe. Kol ist der im Spiegel. Fragen? Ja. Macht es mit jedem Wort deiner Welt. Wenn du die Grundlagen hast, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr konntet das nachvollziehen, ganz, ganz grob, da steckt es. Das funktioniert mit jedem Wort der Welt. Und dann wird ihr irgendwann einmal mein Nacheinander, ich habe ja immer so ganz kleine Beispiele, wenn ich sage, da habe ich jetzt wieder gescheit Glück gehabt, dass das zufällig passt. Ich lasse in meiner Schöpfung keine Zufällig zu. Es ist ein Computerprogramm. Alles, was mit Vergangenheit und da außen ist, das ist, reduziert euch in einer permanenten Wiederholung. Einfach dir bewusst machen. Alles, was ich denke, ist nur in dem Moment, wo ich es denke, hier und jetzt in meinem Kopf eine Information. Jetzt bleiben wir mal nur im feinstofflichen Bereich. Es ist nur dann, wenn ich es denke, es ist genauso, wie ich es denke. Das ist jetzt, wenn ich immer sage, du denkst jetzt einmal symbolisch, entweder der träumende Geist durch, du denkst dich als Computer und dann wird dir klar, alles, was auf dem Bildschirm in mir auftaucht, diese Bilder, B-Letter, im Kinder weckt,
Die stehen und fallen mit den Daten, die ich zum Denken bin. Mit meinem Programm, mit meinem Schwamminhalt. Es geht bis, ob das Erscheinungen sind, ob das Vorstellungen sind, ob ich an einen Verbrennungsmotor denke oder an ein Radio denke. Und ich kann mir jetzt ausdenken, wie er funktioniert. Das kann ich natürlich nur wie ausdenken. Im Detail kann ich in den Radio, in die Bauteile, in die Schaltungen reinschauen, wenn ich das, dieses Wissen in meinen Schwamminhalt freigeschalten habe. Wenn ich das in meinem Intellekt nicht zur Verfügung habe, prinzipiell ist es aber in dir drin. Du hast ja hier das Internet eine Verbindung, das heißt zu dem innersten Punkt. Und dann wirst du in dir aktivieren, wenn es dich interessiert. Aber es wird natürlich, du wirst feststellen, dass da so viele Sachen sind, die extrem mühselig sind, wenn es dich nicht interessiert. Da kommen wir jetzt zu dem, was ich sage, du kannst in meinem Sinne lernen. Lernen 1, lernen 2, lernen 3, alles, was in Schulen passiert, ist nicht lernen, zu programmieren. Ja. Lernen tut der sich selbst erforscht, das Kind, das in die Kacke reinlangt und das abschlacht, das machen die, machen selber Erfahrungen. Das ist mein schönes, was mir jetzt gerade hinkommt, wenn ich hier so durch erzählt, denken wir mal wieder raumzeitlich, normal trocken aus dem Affen denken, wenn ein Kind in die Schule kommt mit 6, spricht es, wenn das in einem guten Elternhaus aufgewachsen ist, ein schönes, grammatikalisch sauberes Deutsch. Wenn es in die Schule kommt. Und erst, wenn du sprechen kannst, kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen. Und jetzt lernt das Kind in der Schule unter anderem bei Lesen und Schreiben auch die Grammatik der deutschen Sprache. Es lernt in der Schule ein Regelwerk, das es eigentlich schon schlaflanderlich beherrscht in dem Moment, wo es Deutsch spricht. Es ist vollkommen sinnlos, es ist verschwendete Zeit, Kindern deutsche Grammatik zu lernen. Das ist sinnlos, wenn du zum Beispiel jetzt ein Dölge wärst und du musst Deutsch lernen, dann brauchst du die deutsche Grammatik, weil die ganz anders ist wie die dölgische oder die englische Grammatik. Wenn ich eine Fremdsprache lerne, muss ich die Grammatik der Fremdsprache lernen, um mich da reinzudenken. Wenn ich ein Muttersprachler bin, wie das so schön heißt, und ich sauge aus der Schule bei meinem Großmann ein, brauche ich das Regelwerk doch mich nicht zoomen mit diesen Daten von dem Regelwerk. Es ist doch ein vollkommen sinnloser Akt, mir Regeln anzueignen von etwas, was ich vollkommen schlafwandlerisch beherrsche. Ja. Es braucht wieder ein Lehrer, der Fremdsprachler ausbildet in der deutschen Sprache. Der muss über dieses Wissen der Grammatik die Grammatikregeln beherrschen. Jetzt wieder auf einer höheren Ebene. Ein anderer Aspekt ist, dass die Grammatik, habe ich so oft gesagt, ist unheimlich wichtig, um hier und jetzt gedachte Vorstellungen zeitlich zu verstreuen. Ich spreche jetzt zu dir, ich habe zu dir gesprochen, ich werde zu dir gesprochen, ich werde zu dir gesprochen haben, ich sprach, das sind ja die Grammatikal, ich spreche immer jetzt, Punkt. Darum lasse ich ja bei Holofeeling erst einmal hier auch im Hebräischen, was ja ein Minimumgrammatik ist, das Urhebräische ist eine Minimumgrammatik ohne Zeitformen. Das wird immer wieder erwähnt, im modernen Hebräisch gibt es das selbstverständlich, weil es wird ja alles verweltlicht, ausgedacht. Die Vergangenheit, die wahnsinnig. Da wirst du dann auch merken, dass die ganzen Kabbalisten Schwätzer sind. Solange sie anfangen, Regelsysteme als richtiger anzusehen, egal ob jetzt das Buddhisten sind, Feddings, wenn du euch erinnert, habe ich ja mal so schön von einem tibetanischen Meister, der hier ganz, ganz toll über den I Ching, was er schreibt, und dann sagt er, dass die Ähnlichkeit mit der hebräischen Kabbalistik, aber die ahmen uns ja bloß nach. Da kommt dann schon wieder der Nationalstaat mit rein. Ja. Das ist immer, immer wieder, dass das ein Geschwätz ist, diese Traditionen. Ja. Erinnert mal ganz kurz wieder hier an den 20-Jährigen, der hier seine 17-jährige Schwester massakriert und die Eltern schauen zu. Weil sie die Ehre der Familie, die Familienehren hat, das ist ein Ehrenakt. Das sage ich immer wieder, das ist ein Programm, ein zwanghaftes Programm, und wenn uns jetzt die Haare zu Berge stehen, wenn man sowas hört, das unmenschlich oder was auch immer nennen, das ist unser Programm. Würden wir jetzt als Baby Schwamminhalt Beispiel, in dem sein Kulturkreis aufgewachsen sein, wäre das vollkommen richtig. Und wenn der das macht, gemacht hat, jetzt gedachterweise, wenn der als Baby in unserem Kulturkreis groß geworden wäre, würden ihm auch die Haare zu Berge stehen über das, was er mit einem anderen Programm selber macht. Genau. Ich fordere eine allumfassende Toleranz. Dass das doch mal jeden, den du dir ausdenkst, eine Figur in deinem Kopf ist, im Kopf eines träumenden Geistes, die sich überhaupt nicht raussuchen kann, dass du sie ausdenkst. Und sobald du dich als träumenden Geist setzt, ich wiederhole immer wieder dasselbe, bist du auch eine Figur, eine Stufe höher in der Hierarchie als träumender Geist. Aber jetzt wissen wir, dass der als träumender Geist zuckst du dir auch nicht raus.
Du kannst jetzt nicht raussuchen, was der Udo als nächstes spricht, obwohl ich jedes Wort jetzt spreche. Du kannst es nur beobachten und beobachten, wie du darauf reagierst, was für Vorstellungen du aus dem Wort generierst. Das ist das, was ist. Und dann wird dir immer klarer, dass du dir jetzt die ganzen Brösel auf dem Bildschirm, die Pixelmännchen, auch gedanklich immer noch in deinem tiefen Innern schauen, in dich rein verstreust. Und wie weit ist in dir das Gefühl, dass die auch dann draußen sind, wenn du nicht dran denkst? Du sollst dir das bewusst machen. Ja. Wenn du jetzt dein Wissen reinschaust und du nimmst einmal, ich wiederhole das immer wieder, es ist ein Riesenakt, ich sage mal fast der Selbstzerstörung des Egos. Heiligung ist Selbstzerstörung. Heiligung ist Selbstzerstörung, weil ich die Unterschiede gleich mache. Dass ich mich jetzt einmal frage, was war bisher, wenn ich in mich reinschaue, mein ausgedachtes Leben im Jetzt, was war für mich hundertprozentig sicher? Was würde passieren, wenn ich jetzt vor einem Richter stehe und ich müsste das vom Richter beschwören? Und immer dran denken, nur das, was du mit eigenen Augen, jetzt ich rede mal normal, mit eigenen Augen gesehen und am selbst ausgedachten Leib erlebt hast, das kannst du beschwören. Und alles, was dir logisch erscheint, das du nur vom Hören sagen kennst, wenn du das beschwörst, schwörst du an Meinheit. Du kannst immer beschwören, eventuell, ich habe das in dem Buch gelesen, in der Zeitung gesehen, der Lehrer hat mir das erzählt, meistens plapperst du ja Meister an, die du gar nicht kennst, das ja auch wieder bloß Figuren in einem sind. Wenn du das magst, dass du jetzt alles streikst, was du mit der Meinheit beschwören kannst, lässt das Lein als abstrakte Wissenselemente stehen, die du denken kannst, aber denen du überhaupt keine unabhängig von dir existierende Wirklichkeit zusprichst, ist 99% deines Wissens vom Tisch. Ja. Ja. Das ist die Gehirnwäsche. Ja. Und dann machen wir, das ist wie wenn wir mal einen Computer richtig aufräumen und die ganze Scheiße, die wir da drin haben, weil wir es nicht loslassen, könnt ihr das Programm mal nochmal brauchen, vielleicht löschen wir alles raus, ja, dass wir mal was vollkommen Neues, Anständiges aufstellen. Und das kann man alleine, das ist immer, wenn man zusammensitzt, ihr könnt euch bereichern, drum immer wieder, wenn gerade die Stellen, wenn Bewusstsein da ist, dass einer was behauptet, wo der Handel nicht so einverstanden ist, immer benutzt den anderen als Spiegel. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt behaupte, dieser Becher hat einen Henkel. Dann ist es ganz, ganz interessant, dass ich jetzt praktisch offensichtlich ein Spiegel bin und du eine Seite siehst, die du von dir aus gesehen nicht siehst. Und das ist das, was die Leute nicht wissen. Lass uns zusammensetzen. Benutzt euch gegenseitig, dass ihr wissen, jeder von euch ist was ganz was Besonderes. Ist auch jedes Volk ist was Besonderes. Völker sind wie Sinnesorgane. Jeder ist national, Nazi, wenn du jetzt in einer Form als Trockenhaus auf jeder kann stolz sein auf seine Nation. Jede Nation hat wirklich was ganz was Besonderes wie deine Sinnesorgane, was die anderen Nationen nicht haben. Wir sind ein Mensch. Das ist mein Beispiel mit Europa. In einer höheren Kollektion nennt man das Europa und die Völker. Es wird nicht funktionieren, was die versuchen, ein Europa zu erschaffen auf der unteren Ebene. Das würde nämlich heißen, dass die Augen zum Hören anfangen müssen und die Ohren müssen zum Sehen anfangen. Das zerstört die Spezialisierungen und damit zerstörst du das Ganze. Ja. Das passiert jetzt wieder zerstören. Ist die Zerstörung nötig für was Neues? Ich kann immer wieder, der Säugling muss zerstört werden, dass er Schulkind hat. Es ist noch nie anders gewesen, aber der Witz ist, der Geist im Hintergrund, der das alles durchlebt, diese Verwandlungen, das hört nicht auf, wenn dein Körper sich auflöst. Das Leben des Geistes, der eine Raube ist, hört nicht auf, wenn die Raube sich auflöst. Das ist eine Totalverwandlung. Aus dem einen wird so total, so viele in all. Du kannst nicht von unten nach oben sehen, du kannst bloß da beginnen, der Glaube, Vertrauen haben, dass da nichts verkehrt läuft. Auch nicht mit Krankheiten. Ich kann dann immer wieder den alten Meister Paracelsus, Krankheiten, die kommen von Gott, er prüft dich, ob du Gott vertraust oder den Herrn Doktores von den Universitäten. Und da haben wir natürlich schon, wenn du da ein bisschen, ich sage, wenn du nicht ganz verschroben bist, ich rede ja von Bewussterschaften in Fehlern im Führerscheinprüfungsbuch. Ein Medizinwesen, wo man ja scheinheilig meint, der Sinn ist es, die Krankheiten auszurotten in der Welt. Zu verbinden in einer kapitalistischen Welt, die bloß nach Geld gieren mit Gewinnmaximierung.
Ob das die Pharmaindustrie oder sonst was ist. Die ist ja permanent das Ideal, das die vorgeben, würde ja ihre eigene Daseinsgrundlage sein. Ja, klar. Ich kann immer wieder, Leute, das ist wirklich, das ist wie mit meinem Supermarktbeispiel. Ich kann immer nur dasselbe sagen. Ich habe jetzt mit dem Bezi, ich mache mal eine raumzeitliche Geschichte. Supermarktbeispiel weiß ich, ich habe da zigfach gehört. Ich habe das auch mit den Ärzten angesprochen. Ich habe mit dem Bezi, wenn wir jetzt in die 80er Jahre gehen, Weißenburg ist also ein schönes Beispiel, weil die Einwohnerzahl sich praktisch nicht verändert hat die letzten 40 Jahre. Das ist definitiv so, 1980, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Können wir 75 Disco-Zeit, Jugendzeit. Es hat in Weißenburg, ich habe einen Bezi auch gefragt, der ist zwar ein paar Jahre jünger, aber auch die älteren Leute, ich habe meine Mutter gefragt, und die bringen es auf 3-4 Zahnärzte in Weißenburg. 3-4. Jetzt sage ich, jetzt gehen wir mal nochmal vor 2-3 aus und ich muss sagen, ich bin Kundendienst gefahren in Weißenburg, 3 Jahre, wie ich Radio- und Fernsehtechniker war, da kenne ich alle Straßen, alles. Das sind 3, sollen es 5 oder 6 gewesen sein, wenn ich nur 2 dazu nehme, was ich nicht einmal glaube, dass ich die nicht gekannt habe. Zurzeit stehen 27 Zahn jetzt im Weißenburger Telefon. Bei derselben Einwohnerzahl. Jetzt sieht es noch krasser aus. Ja, Wahnsinn, stimmt. Ja. Wahnsinn, ja. Die haben meistens die größten 5, die 5 größten Villen in Weißenburg sind Zahnärzte. Da haben wir damals keine kaputten Zähne gehabt, aber ich wüsste nicht, dass das irgendwie erinnerungstechnisch anders ist wie jetzt. Und da hast du jetzt den Fehler im System, solange du felsenfest glaubst, da außen ist eine Welt, auch wenn du nicht dran denkst. Das kaschiert sich alles selber mit den Lebensmitteln, die weggeschnitten werden, um die Preise statt bezahlt. Es ist, ohne die Angst zu machen, es ist Sodom und Gomorra und ich werde dementsprechend darauf reagieren. Und da läuft nichts verkehrt wie in den biblischen Geschichten. Wir sind jetzt bloß in der, alles wiederholt sich, nichts Neues in dieser Welt, es wiederholt sich immer wieder dieselbe Scheiße. Dort die Menschen lernfähig sind. Die können nicht lernfähig sein, die Menschen, die du dir ausdenkst, die sind so gut, wie du dir ausdenkst, dass du deinen Gedanken keine Schuld, sondern schaut erst einmal, es ist dein Programm. Ja. Es macht auch keinen Sinn, dass du dir einen Deppen ausdenkst und den Deppen, den du dir ausdenkst, versuchst irgendwas zu erklären. Wenn du willst, dass der anders ist, darfst du halt einfach nur mal als Deppen denken, sondern als einen, der es weiß. Das ist immer die Sache mit der Kiste. Egal, was du denkst, jeden Menschen, den du denkst, entsteht in dem Moment in deinem Kopf, wenn du ihn denkst. Dasselbe gilt auch für die sinnlichen Wahrnehmungen, du bist im höchsten Zustand der Vergessenheit. Alles, was du denkst, dass der denkt, dass er weiß. Ich wiederhole immer dieselben Sätze. Ob ich jetzt an einen Plato denke, an einen Einstein, an einen Sokrates, an einen Hitler, egal an wen. Dieser Mensch entsteht in dem Moment, wo wir ihn denken und er wird genau das, wenn man in die Vergangenheit denkt, gedacht, getan, entdeckt, gesagt haben, was du denkst. Du denkst dir natürlich sehr, sehr viele, wo du sagst, ich weiß ja nicht, was der denkt. Dann erscheint er so in dir. Aber alles, was diese Menschen getan oder entdeckt, das sind deine Gedanken, weil du sie denkst und sprichst es den zu und damit den entdeckst du dich. Ich sage immer, mir wird das nicht passieren. Mit nicht so viel Bewusstsein. Es ist nicht immer einfach, einen Brösel zu spielen. Das ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Selbstgespräch jetzt mit, wo der Heiko hier, die haben da mich zugeschalten, so wie jetzt zufällig, dass ich dann als Mensch, aber Mensch der Menschen sind, Andreas, wir sehen uns nicht oft. Ich will mich nie über andere, ich bin Brösel auf derselben Ebene, ich will mich nie besser machen. Gegenteil, ich sage, ihr wisst, wie oft ich das auch, alles, was der Udo euch jetzt erzählt, dir jetzt euch hier erzählt, das sind deine Gedanken. Du denkst, das ist eine Figur in einem Traum. Ich wüsste das doch gar nicht. Du kannst mir als Arschloch und Spinner auch ausdenken. Da gibt es auch diese Programme, die das so, die sich über so denken. Was das für ein Schwätzer ist. Aber der Mann ist kein Geist, der zuhört. Die hören nicht auf das, was ich erzähle. Dann kann ich tausendmal sagen, dass ich wirklich keine Feindbilder predige. Nicht ein einziges. Das gibt es nicht. Habe ich nicht erzählt, liebe deine Feinde, dieses Ra, das ja auch wieder zwei Seiten hat, der Freund und der Feind. Das zieht sich wie ein goldener Faden durch. Da kann man dann ins Detail gehen, da sind so viele in der Symbolik. Darum sage ich, lass uns diese Vereinfachung von Vereinfachungen verstehen. Umso mehr du wirklich akzeptierst, dass du keine Freiheit hast, jetzt haben wir wieder die zwei Seiten, umso einfacher wir das machen auf der einen Seite, umso komplizierter wird die andere Seite. Wir haben ja diesen Gummi, den wir auseinanderspannen.
Und darum ist die beiden Extreme, wenn du es ganz einfach machst, hast du das Komplizierteste verstanden. Es geht nicht um Filmwisserei, es geht um Geist, um Bewusstsein, um den, der es erlebt. Und der es erlebt, kann nicht in Erscheinung treten. Mhm. Ohne sich selbst zu einer vergänglichen Facette von sich zu machen. Ein kleiner Satz verstanden. Ich sage tausende von Sätzen, wo jeder Satz eigentlich den einnimmt, wenn du. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, es baut sich auf Gnade eine Form auf, die du jetzt, weil du an dich denkst, dir deine Form gibst, wo du sagst, das bin ich. Und die du schon anschaust. Und sobald du aber, du kannst der Gedanken, weil die ja nicht am Leben halten, sobald du an was anders denkst, veränderst du deine Information, dann ist der, der du zu sein glaubst, schon wieder weg. Und du bist der, der schaut, bleibt immer gleich. Und das jetzt, dieser Satz, das kannst du nicht verstehen, der Geist, der sich jetzt die Brüssel aus. Niemals einer dieser Brüssel, weil was nicht da ist, kann nichts verstehen. Ich sage immer wieder, du warst schon da, bevor du an Udo gedacht hast, und du bist ja auch dann da, wenn du nicht an Udo denkst. Oder an den, der du zu sein glaubst in Bezug auf deinen Körper. Jetzt merkst du dann schon, dass jetzt dann das Leben, das sind dann die Stufen, die sich langsam aufbauen. Darum ist es so sinnbildlich, diese vielen verschiedenen Ichs. Meine Ich-Reihe, wenn ich immer reinstelle, dann bis zu den kleinen blauen Ich, und die schiebe ich ja dann in das Gelbe rein, in den Geist rein, und dann mache ich diesen Rückholpfall, dass schon diese Reihe selber, inklusive den roten UB, dass das eigentlich schon alles das Ausgedachte, das ist eigentlich schon in der außerhalb des Gelben draußen. Darum hänge ich das in das Gelbe rein. Und in den Roten hänge ich dann die Spiegelungen. Ich denke mal sehr viel, das ist unheimliche Metaebenen an Informationen, auch in den Rot-Blau-Schriften dann. Wenn man das Prinzip ist so simpel, wenn man das verstanden ist, können wir noch viel, viel mehr verfeinern, aber darum geht es gar nicht. Das Grobe einfach geschehen lassen, einverstanden sein, auch wissen, dass ich, wenn ich was vollkommen Neues haben will, muss das Alte weg sein. Ja. Muss ich Angst davor haben, wenn ich bewusst bin, nicht. Darum sage ich in einem gewissen Alter, wenn man so Übergangsphase hat, fallen dann immer wieder Zukunftsängste an. Das löst sich irgendwann mal vollkommen auf. Du kriegst eine Gleichgültigkeit, da kommt vielleicht eine Phase, dass schnell genug geht. Ich sage, das löst sich dann auf, weil es ist immer in Bezug, wichtig ist, du bist, hängst immer wieder in der Zukunft. Verstehe, morgen gibt es kein Freibier. Es wird morgen oder übermorgen oder in 10 Jahren kein dritter Weltkrieg kommen. Das dritte Jahrtausend, habe ich so oft gesagt. Es ist das Jahrtausend, das wir in dieser Integration. Darum ist ja auch das Vervollkommnen, unser TM oder Tom, das Atom, das Unteilbare, auch so eine Entheiligung von Worten. Was haben die Naturwissenschaften aus dem Atom gemacht, aus dem Unspaltbaren, mit den Unteilbaren? Einen riesengroßen Teich hinzu. Ja. Mit Protonen, Elektronen, Quarks, Positronen und so weiter, diese geistlosen Schwätzer. Das sind reine Rezitiermaschinen. Da hat jetzt der Redo reingestellt, der ist ganz neu, auf YouTube gibt es ein Gespräch, laut der junge Philosoph und mein Harry Lesch über Verschwörungstheorie. Genau. Und wenn das anhörst, dann merkst du, was das für eine geistlose Schwätzerei ist hier. Du Heuchler, zieh jetzt erst einmal den Balken aus den eigenen Augen, bevor du hier den Splitter in den Augen der anderen kritisierst. Ja. Und jetzt können wir sofort wieder in das Original reingehen. Jetzt schauen wir mal, was steht da im Altgriechischen eigentlich. Zieh dir den Dokos aus den eigenen Augen. Dokos, der die Ecken Beal kennt. Da haben wir geöffnete Ecken in Gott, Beal, und kennt ist das Firmament. Das ist der Deckbalken, das ist die korrekte Übersetzung von Dokos. Dokeo, das ist der zugehörige Verb im Altgriechischen, heißt hier, Dokeo heißt, wenn du anschaust, etwas glauben, etwas meinen. Genau, meinen. Meinen, glauben, für wahr halten. Das ist das griechische Wort, die Wurzel Dokeo. Dokos ist der Deckenbalken. Du Heuchler, zieh jetzt erst einmal das, was du glaubst, aus deinen Augen, bevor du den Balken, bevor du hier die kleinen Splitter, die kleinen Wissenselemente in den Augen der anderen kritisierst. Ja. Ich sage mal, früher habe ich immer wieder gesagt, nimm erst einmal deine Schweißerbrille ab, bevor du die leicht gedünnte Sonnenbrille von den anderen kritisierst. Und das ist also hier jetzt, das sind die Lesch, das erscheint ihnen logisch. Und ich sage jetzt immer wieder in den ganzen Spiel, wenn man hier aber jetzt die flache Erde, da habe ich auch jetzt einer, gibt es so eine schöne Aufnahme hier mit Dorondo, das habe ich die Donis gezeigt,
Da kann man, muss man nicht alles anschauen. Aber das ist jetzt erst einmal, ein Bild entsteht in dem Moment, wo es in dir auftaucht, auf dem Monitor. Also das ist einmal schon die Falle von diesem Beweis der flachen Erde. Da aber ein Lascher Bilder, die aufgenommen werden im Original, was man übrigens dann auch überprüfen kann, wenn man glaubt, das ist da außen. Immer dran denken, du kannst alles, wenn du in dich reinschaust, all die Wissenselemente, die jetzt nur Daten in deinem Speicher sind, die du feinstofflich auftauchen lassen kannst, solange in dir der Glaube ist, dass das, was du jetzt denkst, auch da außen existiert, wenn du es nicht denkst, kannst du es auch auf deine VR bringen. Den Eiffelturm habe ich so oft, das Kreuzfahrtschiff AIDA, was du nicht schaffst, bist du dumm zu Babel oder die Arche Noah. Eben der Glaube. Kannst du feinstofflich denken, aber du kannst sie nicht realisieren, weil in dir der Glaube ist, dass es da außen nichts nicht gibt. Du kannst den Merkel momentan materialisieren, aber keinen Hitler. Weil der läuft da außen nicht mehr rum. Und den hat es aber gegeben. Max, das ist ein rein logischer, das ist jetzt die Ursache, was du materialisieren kannst oder nicht. Darum sage ich, du könntest doch eine Welt erschaffen, wo Menschen fliegen wie Vögel, wie der Superman. Dass jeder Mensch fliegen kann wie der Superman. Mir fällt jetzt hier hinter dem Horizont ein, wo der dann in den Himmel von seiner Tochter kommt und schweben die Menschen wie Engel rum. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn das jetzt der Fall wäre, Andreas, würde dir das nicht auffallen, weil dann wäre es für dich normal. Ja. Das ist das gemeint. Ich mache immer so das Beispiel, ein Smartphone, ein Funktionieren, hätten wir ein funktionierendes Smartphone vor 30 Jahren gehabt. Da wären die Geheimdienste, das wäre von einer außerirdischen Welt gewesen, zum damaligen Stand, obwohl es damals schon Computer und alles normal war, aber in dieser Art und Weise, mit diesen Möglichkeiten, mit Spracheingaben, das wäre Science Fiction gewesen. Das ist mittlerweile ein Accessoire im Schulranzen einer Zehnjährigen. Und das kriegt keiner mehr mit, was das eigentlich ist. Ein Weltwunder vor 30 Jahren. Das ist jetzt das Kinderspielzeug. Das ist das große Problem der Verwandlung. Eine ständige Verwandlung. Das passiert, das musst du einfach geschehen lassen, weil du das Neuere auf dich zukommen lassen musst und den Schnellsten gehst, wenn du das Alte loslässt, nicht weghaust. Zum Teufel aus hast du schon wieder Feindbilder, funktioniert es auch nicht. Geschehen lassen, den zarten Weg gehen. Ich schlag dir einen zarten Weg. Dass ich immer sage, ich lasse deine Rolle vollkommen unangetastet. Meine Regeln, meine Lebensregeln, meine Weisheiten gebe ich dem, der sich jetzt den Udo ausdenkt und nicht dem, der du zu sein glaubst. Weil den kann ich nicht retten. Es ist ungefähr so, du bist der Sechsjährige und du bist unbedingt von einem Erwachsenen, willst aber deinen sechsjährigen Körper nicht hergeben. Das geht nicht. Das geht nicht. Das Vertrauen ist nötig, weil du eben nicht von unten nach unten schauen kannst. So einfache Beispiele. Ja. Ich sage immer, da gibt es nichts zu diskutieren und das entlarvt all die ganzen Schwätze in deiner Welt. Jetzt komme ich kurz auf das Beispiel mit dem Lash. Da ist also hier jetzt richtig raumzeitig eine Aufnahme und zwar in Toronto und da war es interessant, weil die Donis da waren und die waren da schon im Urlaub. Die kennen das, die waren an der Stelle. Da ist wieder das Typische mit der Erdkrümmung. Da ist also hier das Toronto, da ist ein großer Turm und ein Stadion. Und das Stadion ist, müsst ihr euch anlegen, ein paar, ich glaube sogar 86 Meter hoch, müsst man jetzt noch im Land, ein paar 80 Meter, das ist ein Stadion und der Turm. Und du siehst eine Aufnahme, eine leicht flackerte Aufnahme, komplettes Stadion, du siehst die Wasserpier und du siehst den Turm. Okay, das flackert ein bisschen. Du hast gleich merken, wieso, und jetzt zoomt der, das ist einfach nur eine extrem gezoomte Aufnahme. Und das ist ein paar 40 Kilometer am anderen Ufer, steht er mit einer Kamera und jetzt zoomt, er hat sich komplett rangezoomt und dann geht er mit Zoom raus, er geht mit dem Zoom raus, das wird immer kleiner und dann wird es interessant, aber an einer gewissen scheint sich die Wasseroberfläche richtig so zu wölben vor ihm, also du siehst dann gar nichts mehr hin, wölbt sich, dann geht er mit der Kamera nach unten und dann siehst du seine Bude und der steht am Wasser. Er fährt mit der Kamera wieder hoch und zoomt sich wieder hin, bis wieder hier das Stadion mitten in Toronto ist. Und jetzt rein arithmetisch, sieht es folgendermaßen aus, wenn wir die Erdkrümmung haben. Er steht hier, die Kamera ist auf 1,80 Meter Augenhöhe über der Wasseroberfläche. Und wenn du jetzt diese 40, 46 Kilometer oder 48 Kilometer sind es, wenn du jetzt einfach die Erdkrümmungsradius, das Wasser hat ja den Erdkrümmungsradius an dem See in Toronto. Wenn du den Erdkrümmungsradius nimmst, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, wenn wir jetzt hier die Krümmung haben und da ist die Kamera, dann ist ja hier
in der Krümmung hast ja, das einmal kann man genau den Punkt ausrechnen, wenn der wo auf die Wasseroberfläche drüber geht und die 46 Kilometer kann es jetzt ausrechnen, wie hoch mindestens etwas sein muss, dass es sichtbar wird, dass es überhaupt in den Blickwinkel reinkommt von der Kamera. Das ist, wenn du das ganz normal ausrechnest, muss es mindestens, ein Objekt muss mindestens 150 Meter hoch sein. Dass dann die Spitze, nicht das ganze Objekt, ab 150 Meter kann das erst in Erscheinung treten. Du siehst, wenn du mit der Kamera zoomst, siehst du das Stadion, das 186 Meter hoch ist und sogar das Bier am Ufer. Das kleine Bild, wenn ich normal denke, widerlegt eigentlich schon die Erdkugel. Ja. Aber der Witz ist, dass mir immer noch dasselbe Problem um den Bruch des zweiten Gebotes. Ja. Ja, ja. Ein Bild ist ein Bild. Verdammt nochmal, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ja. Wenn du auf den Monitor glockst und dir den Film anschaust und jetzt kommt das Hauptproblem, egal was in dir auftaucht, mach dir immer und immer wieder bewusst, was jetzt da ist und wie zwanghaft der zweite in dir, dein eigenes Ego, dir permanent erklärt, dass das, was jetzt auf dem Monitor ist oder auf dem Papier, Body nur oder Farbspritzer sind, dass das in der Vergangenheit aufgenommen wurde, dass der Journalist in Syrien war, dass der das sagt und so weiter. Und du wirst so sein, wie du glaubst, dass das ist. Wir haben einen Giftgasangriff. Die Kinder, dann gehst du ins Internet, dann zeigt dir plötzlich da auch ein Videos auf, wo die Kinder, die du vorher blutüberströmt gesehen hast, die spielen plötzlich rum und der Papa, und was war da eigentlich los? Ja, da sind Weißhelme gekommen und die haben gesagt, hier, Giftgas an, dann haben sie die Wasser oder Farbe bespritzt. Das sagt der Kleine aus mit seinem Papa. Wir wussten nichts. Das sind jetzt die Leute, die überhaupt nichts wussten, weil die Weißhelme ja bloß gekauft sind. Wichtig, ich sage jetzt nicht, dass du von der westlichen in die östliche Meinung umschwenkst, in die Buding-Meinung umschwenkst. Es bleibt einseitig. Mir geht es gar nicht darum, wer recht hat. Mir geht es, was ist da, was machst du drauf? Ja. Das ist was ganz was anderes. Solange du dir den Kopf zerbrichst, das steht schon in, ich bin nur in der Amtsgeschichte. Ja. Welche fühlen sich widersprechende Meinungen richtig ist. Wenn ich ins Internet gehe, da kann ich tausendmal sagen, egal welche Internetseite oder Zeitungsseite du mir zeigst, ich zeige dir aus dem Stegreif tausend Internetseiten, wo zum selben Thema das Gegenteil behauptet. Da wirst du merken, das kannst du natürlich extrem erweitern. Ich kann jeden nur so mal, wenn man ein bisschen Grundlage ist, jetzt für euch ein Sektor, dass die Möglichkeit, ins israelische Internet zu gehen. Das hatte ich alles israelisch, hebräisch geschrieben. Und da wirst du feststellen, die haben zurzeit innerpolitisch Probleme ohne Ende. Da gehen die ultraorthodoxen Juden auf die Straße. Die werden bei uns wie rechtsradikale Demonstranten behandelt von der israelischen Regierung. Die wollen nur keinen Militärdienst mehr. Die wollen ihre Kinder aus den Schulen draus haben. Ihr bespuckt unseren Glauben, sagen die zu den Zionisten. Das sind die Geldjuden. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ich sag dir, was du merkst. Das heißt, die wirklichen Juden, die wirklichen Ultraorthodoxen, die natürlich auch wieder nur, dass die so, keiner ist mehr gegen dieses momentane Israel, wo ich schon gesagt habe, das antisemitischste Staat der Welt ist jetzt in der normalen offiziellen Schwammigkeit des Israel. Ja. Keiner ist mehr gegen Semiten, das ist gegen ihre eigenen Brudervölker. Die wollen keine Palästinenser, die wollen keine Perser, die wollen keine Ägypter, die wollen gegen alles, keine Syrer, die wollen nur Krieg. Ein reiner Aggressor. Ein Koran, das ist die West. Wir gehören zurzeit, Andreas, zu den Bösen. Was übrigens, ich muss jetzt noch mal ganz kurz gestern zur Heute-Show, wenn ihr das gesehen haben solltet, wo ich mittlerweile die vorletzte schon und jetzt die letzte gestern, oder am Freitag war ja die, ich habe es gestern erst angeschaut, diese Heute-Show, die wird jetzt so übel, die war so spaßig, die wird so übel einseitig politisch durchsetzt. Ich habe schon gesagt, mit dem Assad, das Interview, wo er dann schon sagt, das Monster, der Massenmörder fährt mit dem Auto und dann Dennis ein falsch synchronisieren, links ein falsche Worte rein, findet es dann noch lustig. Das ist hämisch, hämisch böse. Das ist nicht der Humor, den er vorher hatte. Der hat sehr schönen Humor, wo man sich abrollen kann, aber was natürlich noch viel krasser war, jetzt habe ich schon wieder vergessen, da war noch am Anfang war noch was Krasseres, wo mir ja gleich, da habe ich gesagt, jetzt muss ich fast ausschalten, habe ich gesagt zu Mario, weil ich merke, wie der Udo reagiert. Obwohl ich die Serie so sehr spaßig gefunden habe, der wird jetzt so einseitig übel, das gibt es überhaupt nicht. Also richtig boshafter Humor ist schon wieder weg. Siehst du, ich war immer vergesslicher. Gerade habe ich es gehabt und jetzt erzähle ich das mit Assad und das ist schon wieder weg. Das war ziemlich am Anfang, das war auch also haarsträubend einseitig aggressive Meinungsmache.
Mhm. Ja, ja. Das ist der Humor, den ich meine. Ich kann über Juden einen Humor machen, wenn du jetzt zum Beispiel diesen Eklat beim Echo, diese unendlichen scheinheiligen Heuchler, die ihren Echo zurückgeben, mhm, diese guten Menschen, die wissen gar nicht, wie sie voller Bosheit sind und mit Griechen. Jetzt weiß ich, Putin wurde ein Ausschnitt von Putin mit seiner Atomrakete, wo die Russen, die Amis ganz klar sagen, der hat wirklich Waffen, wo er dann gedroht hat, wenn ihr das beschießt, beschießt mir eure Raketen und die Stationen, wo sie abgefeuert worden sind, und dann sind sie vorsichtig geworden, weil sie wissen, er hat eine Waffe, wo sie zurzeit nichts machen können. Und jetzt haben sie dem Putin gezeigt, wo er seine Waffe bringt bei der Rede nach der Wahl. Und dann haben sie abgeschaltet. Der böse Putin. Was die machen hätten sollen, sie hätten diesen Ausschnitt, ich habe mir den im russischen Fernsehen nämlich im Original angeschaut, die hätten den weiterlaufen lassen sollen. Fakt ist zurzeit überprüfbare Tatsache, wenn ich in die Medien gehe und mich schlau mache über das Aufrüsten. Die NATO rüstet bis zum Es geht nicht mehr auf. Die zwingt jedes Land, Deutschland soll jetzt von 35 auf 75 Milliarden den Verteidigungshaushalt aufrüsten. Das ist ein altes Spiel, das hat man schon bei Hitler, wenn du das überprüfst. Hitler hat nicht aufgerüstet, die um ihn herum haben so massiv aufgerüstet, dass er gar nicht anders konnte. Das heißt, zu sagen, wir rüsten auf, weil wir verteidigungsfähig sein müssen, macht keinen Sinn, wenn die anderen wesentlich weniger Waffen haben wie wir. Und es ist zurzeit, das Verhältnis von den Waffen ist so krass, dass wir gezwungen werden, noch mehr aufzurüsten innerhalb dieser Geschichte. Obwohl, und jetzt kommt die Sache, diese tödliche Waffe von Putin, wo hier eingespielt wurde in der Heute-Show. Dieses Stück ist ein korrekter Ausschnitt, auch korrekt übersetzt von Putin mit seiner Superwaffe, wo er hat. Aber dann wurde das abgebrochen und er ist ja der Böse. Die Schwierigkeit ist, die hätten das weiterlaufen sollen, was der Putin zu seinem Volk gesagt hat nach der Wahl. Wir haben jetzt diese ultimative Atomwaffe, wo wir alles unterwandern und alles platt machen können. Putin hat übrigens jetzt schon begonnen, er rüstet in Russland total ab. Putin sagt, wir brauchen keine Waffen. Wir haben diese Waffe, wir wollen keinen angreifen, aber hütet euch, uns anzugreifen. Unser Schutz ist diese Waffe, und wenn wir angegriffen werden vor euch, machen wir euch platt, dann machen wir alles kaputt. Das habt ihr hier in der Hand. Und diesbezüglich macht es keinen Sinn, dass wir nochmal Panzer und nochmal machen, weil da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Das ist unser Schutz, den wir in keinster Weise benutzen wollen, irgendwen anzugreifen. Aber hütet euch, ihr dürft aufrüsten, so viel ihr wollt. Wenn ihr uns aufgreift, macht euch platt, ihr habt keine Chance. Jetzt frage ich dich, wer ist der Böse? Die rüsten auf und rüsten auf. Das ist so heuchlerisch mit Maß. Unsere Politiker mittlerweile sind geldgeile, machtgeile, Speichellecker bis zum Es geht nicht mehr. Und immer dran denken, nicht erhören, keine Angst, es sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Freu dich, dass dir das jetzt immer mehr bewusst ist. Das war übrigens schon immer so. Das ist, verschiebt sich dermaßen. Eine lüsterne von der Leyen, das sind erschaffene Protagonisten in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ja, ja. Und ich sage doch immer wieder, wie viel Scheiß muss ich euch noch einspielen, bis ihr das wisst? Ja. Mach endlich einen Haken und sag, das sind Figuren in meinem Traum, die habe ich jetzt durchschaut. Solange du noch weltlich denkst, wirst du dich immer narren und immer leiden und immer leiden. Ich habe jetzt der Marion verboten, die dürfen mir jetzt keine Bildzeitung mehr mitbringen. Mein Blutdruck geht ja hoch mit meinem Udo-Programm. Ich mag es nicht, dieses Scheiß. Und das ist ja der normale, ich gehe da ganz einen Schritt weiter, der sagt, das stimmt, ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bildzeitung gesehen. Ja, ja. Ich habe es doch mit eigenen Augen in der Bildzeitung gelesen. Ja, ja. Ne? Das ist. Lasst euch überraschen, das ist der Dachtraum schlecht Hagen, der kann gnadenlose Hagen schlagen, aber hofft nicht irgendwie auf die Menschen da aus. Das, ich habe euch schon gesagt, das Schöne, unser Geheimnis besteht darin, dass wir uns gern und heimlich aus diesem Spiel rausstehen. Ja. Das heißt, alle Menschen in das Sterben, ich sage das, wir wachen ganz einfach auf. Ja. Ich lasse euch wach werden. Ja. Wenn es richtig wichtig ist, dann lasse ich euch wach werden. Wenn es richtig heiß wird. Angst muss man doch nicht haben. Und solange du noch meinst, du musst da innerlich dir den Kopf zerbrechen, spielst du heißt, spiel mit. Im Angesicht dieser unendlichen Schizophrenie. Aber so eine schöne Geschichte könnt ihr jetzt bei euch erwähnen. Ihr seid in der Rente, ich war ja in Österreich über Rede und Diana über Ostern und dann waren wir bei der Melinda, bei der Freundin von der Diana und dann sage ich zu der,
könnt ihr mal selber mit anderen Leuten ausprobieren, sag ich, die ist irgendwo in Wien auf der Stadt, ich weiß nicht, auf dem Arbeitsamt oder irgend sowas arbeitet, die ohne Gewehr. Und dann sag ich, duzt ihr euch im Büro? Ja, sagt ihr, wir duzen uns alle, haben mit dem Chef. Na, sag ich, Melinda, kannst du mal einen schönen Test machen? Du gehst, wenn du jetzt morgen auf die Arbeit gehst, machst du ein ernstes Gesicht und dann gehst du zu deinem Chef hin und dann sagst du zu ihm, du pass auf, ich habe mal heute Nacht die ganze Nacht rumgegribbelt und mir ist heute Nacht was bewusst worden, was mich ja zuerst einmal sehr schockiert hat. Mir ist heute Nacht bewusst worden, dass du eigentlich ein dummer Affe bist. Sagst du zu deinem Chef. Dann schaust, wie er reagiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Du musst nicht, dass das eskaliert. Dann musst du ihn anlächeln und musst gleich abwinken und sagen, Moment, nicht, dass du mich missverstehst. Das ist nicht meine Meinung. Mir ist bewusst, dass du das glaubst. Es ist hochinteressant. Glaubt nicht jeder normale Mensch, der zum Arzt rennt, dass er ein Sterblicher aufgrund dieses Schwamminhalts, dass er ein Sterblicher Trockennasenaffe ist? Aber wenn du jetzt einfach direkt auf das ansprichst, was er glaubt zu sein, ist er beleidigt. Was ist das für ein schizophrenes Programm? Eben, absolut, ja. Was ist das für ein schizophrenes Programm? Ach, herrlich. Ja, absolut. Das ist der Beginn des textreichen Denkens. Ja, süß. Weißt du, hier das Rapperzeug, weil ich den Kollegen nochmal hier, der Eklat bei der Echo-Verleihung, das ist natürlich sehr, sehr spaßig, es wird immer so sein, die Gefühle, den Hass, den du hast, diese Gutmenschen, den Hass, die Boshaftigkeit, die sich verbreiten, das ist jetzt gut, das Rapperzeug, was die rappen, wenn du die Lieder anhörst von denen, da müssen wir nicht drüber reden, das ist Kindergarten, das ist Yo, ey, und mach dies, das ist Jugend, ich hab mal schon zu die 68er Jahre, aber was es ist, es geht ja nur um eigentlich nur um einen einzigen Satz. Das ist dieser Satz, wo ich sage, das ist ein schönes Wortspiel, ich finde es geil. Mein Body, mein Sixpack ist besser definiert wie das von einem KZ bei einem Auschwitz-Insassen. Das ist ein bildlicher Vergleich, denn einer, der ins Bodybuilding-Studio, ins Sportstudio geht, ist das doch, finde ich, ein spaßiger Vergleich, wenn ich mir so Wochengerüst vorstelle, jetzt in Auschwitz, da so einen Eklat aufzubauen, dass die antisemitisch sind. Ja. Das ist jetzt, da könnte ich immer wieder sagen, wo ist es im anderen Text, wenn die anderen Textzahlen liest, die haben ja sowieso keine Meinung. Das ist immer wieder die Yo-Rapper ist ja ganz interessant, dass die alle zuerst einmal gegen die Reichen wettern und dann lassen sie sich in ihren Videos mit Lamborghinis filmen und so weiter und so fort. Das ist auch genau dieselbe Schizophrenie wie gerade mit Affen. Ja, absolut. Ja. Das ist alles das Gutmenschentum aus dem Kleinen, wo ist das Maß, wo ich das ansetze? Habe ich so oft gesagt, Bonus und so, die wir uns jetzt ausdenken, die so sein müssen. Wir verfügen über das Bewusstsein, dass man keine Figur in unseren Traum vorwirft, dass es so ist, wie sie ist. Für Heiligkeit predigen und für Geld damit verdienen. Ja, klar. Und du wirst merken, gerade die, wo setze ich mich selber an? Ich sage wirkliche Politiker, die hier wirklich sozial sind. Wo ja eigentlich alles nur erbärmlich ist, was die machen. Ist wirklich erbärmlich. Das ist, wenn du schaust, in jeglicher Form. Es ist noch krasser, kann man es eigentlich gar nicht rein mit der Selbstversorgung und dann hier mit der Unterwanderung mit Billiglotländer. Wenn ich das sozial denke, schön ist mit Holofeeling, ist es ewig, weil es eh bloß Figuren in den Raum ist. Weil es ganz anders ist. Diese weltliche Moral darfst du da überhaupt nicht, das Museum darfst du überhaupt nicht ansetzen. Du musst auch das Geldsystem, solange du eine Geldhörigkeit hast in irgendeiner Form, denk an mein schönes Beispiel von Captain Kirk 2004. Wie viel verdient man eigentlich hier in dem Raumschiff auf als Captain? Wenn er sagt, das haben 400 Menschen schon abgeschafft. Ja, gut. Weil die Menschheit der Zukunft begriffen hat, dass das ein Riesensackgasse ist, Geld anzubieten. Kapitalismus als Ding an sich, ist so krass wie ein Gesundheitswesen, das auf Gewinnmaximierung aus ist. Das sollte dann wirklich sein, dass man hier die Krankheit komplett ausrottet, und dann muss man auch die einseitige Vorstellung von Gesundheit ausrotten. Ja. Dasselbe gilt für Arm und Reich. Klar. Du kannst die Armut nicht bekämpfen, wenn du nicht den Reichtum zerstörst. Ja. Das ist natürlich der Reichtum, wenn ich den negativ lese, ich kann dann diesen Reichchat. Das ist ja unser Spiegelchat, unsere Spiegelkollektion ist dumm. Dumm habe ich gesagt, DUM ist das, da mal heißt Vollkommenheit, aber dasselbe hast du auch zerstören. Mhm. Weil ein ausgedachter Spiegeltunnel, der schon wieder eine Gedankenwelle ist.
Und das ist die schöne Geschichte von dem Mose, wenn wir reingehen. Am Ende reiße ich mir den Arsch 40 Jahre aus, die Deppen durch die Wüste zu führen, ins gelobte Land. Da sind wir an der Grenze am Jordan und dann sagt hier der alte Gangster da oben zu mir, ich kann das ganze Land überblicken, aber du bist der Einzige, der nicht hineingehen darf. Da steht wirklich wörtlich übersetzt im Hebräischen, der Blick aus der Spiegelmitte. Der Blick aus der Spiegelmitte, kannst du alles überblicken, wenn du im Zentrum des Tetraederspiegels bist, diese ganzen Facetten, die um dich herum sind, wo jeder wieder in einem eigenen Tetraeder ist und der sich wieder welche ausdenkt, wenn du das, die Struktur dich reinrechnest, aber du kannst da nicht hineingehen, das ist alles in dir drin. Das ist reine Physik, von der deine Welt nichts weiß und wieso. Wie sollte deine Welt und deine Menschen, die du dir ausdenkst, was anders geben können, wie du mit sie hineinnimmst? Ich denke jetzt in gewisse Geistesfunken neues Wissen hinein. Das ist das, was ich jetzt mache. Die ja auch ich sind. Bevor ich das nicht in deinen Kopf reindenke, kannst du es nicht wissen. Und ich kann bloß das wissen, was du in meinen Kopf hineindenkst. Und das ist eine große Blackbox, wo du in meinen Kopf hineindenkst. Sag mal, sagst du mal, ich bin du. Ich bin der, der jetzt sich dieses Gespräch anhört. Ja. Hörst du das Gespräch jetzt? Hörst du jetzt den Udo sprechen, das Pixelmännchen, den Lautsprecher? Dann bist du ich, bist du schon ich. Du musst weg zu glauben, ein Gedanke, und dann wird es so schön, das wird eigentlich einfach, weil man immer meint, ein Leben lang hat man gemeint, die Menschen in unserem Raum müssten sich verändern, die müssten was wissen, dass die Welt besser wird. Die anderen, immer die anderen. Und jetzt wird es plötzlich alles auf dich zurückgeschmissen, ich muss der Erste sein. Ja. Wenn es ich nicht weiß, kann ich mir keine ausdenken, die es wissen. Wenn ich es weiß, muss ich mir erst gar keine ausdenken, die es wissen, weil wenn ich das innere Licht bin, sind die Lichter um mich herum genauso wie ich. Ja. Im Spiegel. Im Positiven wie im Negativen. Wenn du lächelst, lächelt die Welt und wenn du eine Fratze ziehst, hast du um dich herum eine Fratze. Du siehst immer nur die Bosheiten, die du selber um dich herum verstreust. Und umso mehr du was bekämpfst, umso größer wird das Problem. Druck erzeugt Gegendruck. Loslassen. Wenn du es nicht mehr denkst, ist es weg. Aber das ist natürlich das größere Problem, wenn jetzt permanent Sachen auftauchen, die mich ankotzen, umso mehr ich mich darüber aufrege, umso mehr tauchen die auf. Eben. Das ist es. Ich sage, ja. Die einzige Freiheit, was loszubringen, ist die vollkommene Gleichgültigkeit, nicht mehr zu resonieren. Aber da wirst du merken, das ist so. Habe ich so oft darauf hingewiesen, aber du kannst es nicht benutzen. Dieses Wissen, das ich dir jetzt gegeben habe, kannst du nicht benutzen, wenn du was loshaben willst. Der Udo sagt, ich muss gleichgültig sein. Das muss man am Arsch vorbeigehen. Dann löst es sich auf. Aber genau. Schon die Tatsache, so zu denken, ist immer noch das da, was ich tun habe. Gleichgültigkeit ist schlichtweg nur einfach so gesetzt. Das ist total. Ich habe einmal so schön mit Versicherungen gesagt, hier nach Almena, wo es gesagt hat, solange du Krank- und Lebensversicherungen hast, schlägst du Gott ins Gesicht. Was nicht heißt, dass du die Versicherungen auflösen musst. Ich sage, lass den Film laufen, das lass mal unangetastet. Es ist immer meine Beispiele, weil mir das kommt, wenn du jetzt was kriegst. Schau mal, du machst den Briefkasten auf, habe ich ganz alte Beispiele, kommen wir mal jetzt, wo ich vor 25 Jahren schon erzählt habe, da ist dann immer so ein grünliches Kuvert drin. Du zuckst schon drauf, weil die grünlichen Kuverts sind immer meistens die Polizei, bin ich geblitzt worden oder irgendwie Stadtwalter, der Finanzamt, wenn man selbstständig ist. Ja. Die meisten so grünlich, neulich, du zuckst schon zusammen, also mir ist so gegangen, du zuckst schon zusammen, wenn du die Farbe vom Kuvert siehst, dann schaust, dass es von wem ist. Das ist so eine Reaktion, du kannst es nur beobachten. Ja. Da ist natürlich immer wieder die Stelle, dass ich hier, wenn du jetzt zum Beispiel von einer Kaffeefahrt eine Werbeprospekt drin hast, ich gehe mal davon aus, Andreas, dass du das raus tust und schmeißt, ohne dich drüber aufzuregen oder irgendwas, du schmeißt es einfach in den Mülleimer. Ich sage jetzt, warum reagierst du bei den anderen Kuverts nicht genauso? Was Versicherungen anbelangt, sage ich, selbstverständlich kannst du Versicherungen kündigen, da sind viele auf die Schnauze gefallen, aber frag dich, warum. Ich sage, lass es laufen, die müssen dir gleichgültig werden. Eine, die jetzt kündigen, da habe ich viele gehabt in Almena, die Versicherungen kündigt haben, die sind so auf die Schnauze gefallen. Du hast doch gesagt, ich habe gesagt, solange du Kranken- und Lebensversicherungen hast, spuckst du Gott ins Gesicht, weil dein Vertrauen ist noch das Geld. Das ist, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, du sollst die kündigen. Jetzt, wenn du die gekündigt hast, dann frag dich, warum, weil du gesagt hast, du kannst ja auf dem Geld sparen, weil wenn ich keine Versicherungen habe, schieß mich Gott. Das ist doch brutales Kaufmannsdenken.
Ich sage das, wenn Folgendes gewesen wäre. Pass auf, angenommen, du hast einen Hund. Da brauchst du Haftpflicht. Wir machen jetzt mal grob das Beispiel, dass die automatisch alle 5 Jahre verlängert wird. Und du kriegst jetzt einen Brief von der Versicherung, dass deine Haftpflicht wieder die nächsten 5 Jahre verlängert wird. Und der Hund ist schon vor 3 Jahren gestorben. Wenn du jetzt das kriegst, dann sagst du, oh, das hätte ich schon kündigen, vor 3 Jahren schon kündigen sollen. Ich habe doch das Viech gar nicht mehr. Dann setzt dich hin und kündigst die Versicherung, weil du die Sinnlosigkeit erkennst, der Versicherung zu bezahlen, wo es das Viech gar nicht mehr gibt, oder das du sicher nimmst. Jetzt kündigst du nicht aus Kaufmannsdenken in einem gewissen Maß schon, sondern weil du die Sinnlosigkeit dieser, eine Versicherung für etwas, wo du gar nicht mehr hast, wo kein Kind mehr da ist, das ist es genau das. Dann kannst du aber, das löst dann nie alles auf. Das ist, ich habe meine ich schon 96, habe ich alle, wie ich aus dem Laden, wie ich alles hergeschenkt habe, alle Versicherungen gekündigt. Selbst eine Altersversorgung, wo ich natürlich mit einem riesen Verlust dann zum damaligen Zeitpunkt, was ich rausgekriegt habe, habe ich auch hergeschenkt, also meine Leute geben. Aber nicht, weil ich sparen wollte, weil ich habe das, was ich rausgekriegt habe, hergeben, sondern weil ich die Sinnlosigkeit erkannt habe. Das war immer der Satz, ich sage, ich muss an mir selber ausprobieren. Könnte ich so viele Geschichten erzählen, das musst du dann nicht im, ihr wisst, Feddings, wo ich von meinem Frankie erzählt habe, hier mit der BGU hinweisen, wo ein riesengroßer Bau, 2 Baumärkte, über 6000 Quadratmeter, der Juniorchefs, das sind 2 Juniorchefs, die haben auch der eine schon vor 3-4 Jahren hingeschmissen und der kleinere jetzt, der jetzt voriges Jahr, meine Dampferbuben sind das. Ja. Und das sind Riesenbaumärkte mit einer Riesenvilla, aber die haben die Schnauze bis oben hin voll von dem Ganzen. Da kommt natürlich Holofilling mit dazu. Und der Frankie hat dann immer so, der hat natürlich schon, wenn was in der Schublade gelassen, wenn das Notfall für Notfall, und ich sage, dann hättest du gar nicht, dann magst du es nicht. Das ist wie ein Rauschgiftsicher, der nur wenn es nicht schafft. Weder magst du es, und es muss auf dem Film drauf sein. Nochmal, das ist jetzt in keinster Weise, dass du das tun müsstest, weil du in jedem Film was anderes hast. Ja, genau. Da brecht er da nicht den Kopf. Dein Film ist perfekt, wie er läuft. Du sollst dich beobachten, wie du auf Einzelheiten reagierst, was dich interessiert, wo du dich darüber ärgerst. Immer an das blinde Arschloch denken. Jeder Beobachter, der mit irgendwas nicht einverstanden ist. Mir geht es um das absolute Einverstandsein. Wie wenn du einen Roman liest und jeden Charakter in dem Märchen, in dem Roman, in dem Krimi, in dem Horrorfilm, egal was es ist, jeder Charakter sind Bausteine, sich widersprechende Bausteine, Polizisten und die Guten und die Bösen, die aufeinander reagieren und eine Lebendigkeit erzeugen. Und so musst du dein Leben sehen. Und da bist du eine kleine Facette mit und zwar ein systemrelevanter Parameter. Wie ich immer sage, du bist der Korbestecker. Was kann ich machen, wenn die Welt da außen so böse und so schlecht ist? Mach dir bewusst, dass du zumindest als träumender Geist die Quelle bist. Und da mache ich jetzt zum Abschluss, mache ich euch eine schöne Metapher, die wir 1000 Mal gehabt haben. Wenn wir reingehen, wir haben zuerst einmal hier dieses sprudelnde Wasser, das ist wie die Schatten auf der Leinwand. Und wir gehen zuerst einmal zum Brunnen. Der Brunnen, aus dem das Wasser herauskommt, ist ja noch nicht die Quelle. Stimmt oder stimmt? Das Wort Brunnen im Hebräischen schreibt sich übrigens B-R-A. B-A-R, Entschuldigung. B-Bara. Das ist interessant. Das schreibt sich Bar, das A ist vokalisiert. Das schreibt sich B-A-R. Okay? Das ist Bar, ist der Brunnen, Bet alle fresh. Dasselbe Wort heißt auslegen und erklären. Auch im langen Schritt. Das heißt, da wird was nach außen gelegt und erklärt, weil ich kann dir nur Sachen erklären, die in dir auftauchen. Das ist aber nicht die Quelle. Also von dem Brunnen, der wird von der Quelle gespeist, das ist ja unser Ayin, mit 70 geschrieben. Aber die Quelle, die Speisung von dem Brunnen, von dem der alles auslegt und sich selber erklären muss, diese Quelle wiederum, wo kommt das Wasser aus der Quelle her? Und dann wirst du feststellen, das Wasser aus der Quelle kommt dann letztendlich, ist ja klares Regenwasser. Und wo kommt das Regenwasser her? Die Wolke des Meeres. Den Kreislauf hat man schon. Und wir haben immer wieder diesen Kreislauf. Und wenn du einen Kreis nimmst, K-R-I-S, ich habe zigfach erklärt, jeder Punkt in dem Kreis ist der Mittelpunkt von dem Kreis. Ja. Genau genommen, wenn ich mal sage, 36-Eck, 64-Eck, die Bilder, ist es ein Kreis, ist ein unendlich Eck. Wenn wir uns jetzt einen Punkt in einen Kreis denken,
ist es ganz interessant, dass dieser Punkt eigentlich ein Eck ist. Ja, zack, 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 zack. Das heißt, das hat zwei, jeder Punkt hat zwei Seiten. Und was jetzt hier passiert, dass eben in der materialistischen Logik dieser Punkt zu einer Anfang- und Endelinie aufgerissen wird. Das ist eigentlich immer, wir hatten doch das Video hier mit dem Apfelbaum, wenn ihr euch erinnert, das Selbstgespräch mit dem Apfelbaum, diese asiatische Sichtweise, dass ich immer wieder diesen Kreislauf, der Kern wird zum Pflänzchen, der Pflänzchen wird zum Baum, da hängen dann Blüten dran, die Blüten werden zu Äpfel, die Äpfel fallen runter, das sind Kerne, die Kerne immer wieder zu Bäumen. Dieses, das ist übrigens auch dann ein Verstreuen von dem Nichts in das unendlich Viele. Nichts und unendlich Viel ist eine Ecke. Anfang und Ende ist eine Ecke. Und ich darf nicht den Fehler, was unten baut, das oben und das unten, ist eigentlich die Mitte. Die Ecke hat eine Mitte, wo die zwei Extreme aufeinander stoßen, die mir dann nach außen kehren. Da habe ich doch das Kreuz, wenn ihr euch erinnert, wo ich sage, wir haben mal Kreuz, haben wir da innen in vier Ecken, die ineinander liegen, und wenn wir die nach außen klappen, das ist praktisch das Kreuz, und drumherum ist unendlich offen. Ja, ja. Wenn wir jetzt diese Ecken nach außen klappen, wie in Himmel und Hölle, haben wir ein Quadrat, dann machen wir die vier Ecken nach außen. Dasselbe machen wir dann hier mit Nummer XYZ-Achsen, das sind dann acht Ecken, sagst du, eine Dimension verdoppelt. Solange das flächig ist, sind es vier Ecken. Sobald wir uns das räumlich vorstellen, waren es dann schon acht Ecken. Hier oben, vier oben. Wenn wir jetzt hier bei den Apfel ist ja in den Ohrenbohrungen drin, die Ecken nach außen, kriegen wir einen Würfel. Aber das ist genau genommen, die trügerischste Darstellung ist der Würfel für unseren sogenannten Hexaeder. Sechs Flächler, weil man sich wieder auf die Flächen bezieht. Aber das ist ja hier, wir haben ja acht Eckpunkte. Diese sechs Flächen sind ja acht Punkte. Das ist genau genommen, ist das unser doppelt gespiegelter Tetraederspiegel. Ja. Das wird jetzt Arithmetik, und dann machen wir raumzeitliche Vorstellungen. Und die raumzeitlichen Vorstellungen, die sind immer hier und jetzt. Das ist, du kannst es drehen und wenden, jetzt immer wieder bei der Wirklichkeit und der Wahrheit. Diese Informationen sind die Formen in dir. Das sind nicht Außenformationen. Und das Vorsilbe-In heißt ja auch eine Verneinung. Das heißt, was in dir drin ist, diese Information eigentlich keine Form ist. Form wird es erst, wenn du dir das um dich herum ausdenkst. Aber die Quelle, dieses Nichtsein, die in dir, was du dir dann vorstellst oder was du dich aufbläst, deine zwei Augen, die du vor dich hindenkst, das ist das dritte Auge. Wenn ich jetzt die zwei Augen mit dieser Antithese nehme, ist das dritte Auge nichts. Das ist wie jede Quelle, den Unterschied, den ich aufschmeiße, ist genau genommen nichts. Darum ist auch mit der Zahlen, das geht so unendlich tief. Ich habe ein paar Mal schon jetzt in Selbstgesprächen gesagt, wenn du diese 1-4er-Struktur, die ja schon aus der 1 waren die 4, dann dachte ich die rote 5 an. Beziehungsweise hier, der erste ist eigentlich die Quintessenz, aber dass man bloß jetzt, wenn du 1 durch 4 machst, pass auf, einfach mit Taschenrechner, 1 durch 4 ist ja 0,25. Ja. Du wirst jetzt plötzlich feststellen, dass wenn wir die 0 für den nicht denkbaren Geist setzen, dann kommt Koba, der fällt ins Koma, der hat der Schöpferkräfte, genau. Fällt in einen tiefen Schlaf, und das ist 2,5. 5, ja. Jetzt machen wir aus der 0, machen wir einen kleinen Gott, und die 2,5 ist HBH. 0, das ist die 1,4er-Struktur im Hintergrund, 1 durch 4. Diese 25 als Wurzelbegriff gesehen ist plus 5 minus 5. Jetzt steht er schon, ja, wie da in der 1-4er-Struktur. Da muss ich tiefer, das sind, ich erzähle dir jetzt etwas. Der Computer ist halt einmal rein, darum nenne ich das ja immer so schön, du bist ein Individualbewusstsein. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. So, die Computer, die Bilder einfach nur rechnen. Wir reden von einer vollkommen neuen Welt. Da außen ist keine Welt, halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Schön. Es kann immer nur hier und jetzt in dir drin sein, in den roten Kopf. Und sobald wir uns am blauen Kopf ausdenken, ist der auch schon wieder. Ich kann mir in einem blauen Kopf was reindenken wie in eine Kiste. Aber ich mache nur Hülle um einen Gedanken, der in mir drin ist. Der kann immer nur hier jetzt in mir, in uns sein. Ja. Und das wird natürlich vielfältig, so wie du jetzt da hoffen. Du kannst jetzt umschalten, wir können jetzt irgendein Bild, wenn du alleine bist, hast du bloß deine Perspektive. Das ist mein Splitscreen-Beispiel. Mehrere Programme, da was viel, es ist so viel erzählt worden, und man könnte unendlich mehr erzählen, aber reduziert es auf diese einfachen Erkenntnisse, und bist mit dir Geist ganz alleine, egal welche Rolle du jetzt spielst.
wirst du feststellen, du wirst zwar mit anderen Problemen, wie die du dir jetzt ausdenkst, konfrontiert, aber das, was zu lernen ist, um alle dasselbe zu lernen, weil nur der eine lernen kann, der sich's ausdenkt. Weil das eben so viel ist, mache ich das wie in der Schule, in verschiedenen Gebieten sind verschiedene Leben, sind wie verschiedene Fachgebiete, spezielle Erkenntnisse, die du machst. Und in jedem Leben erlebst du was ganz was anderes. Dann spielt es auch keine Rolle, ob du die Rolle eines Mannes spielst oder die Rolle einer Frau spielst, du musst eh immer beide Rollen spielen. So wie zum Thema Gender waren. Häuslich gesehen ist Mann und Frau komplett anders. Aber der Geist kann genauso die Hülle einer Frau annehmen, wie die Hülle eines Mannes annehmen. Mhm. Und die Probleme, wo die sich reinsteigern, das ist eigentlich, darum sage ich immer wieder, das ist, es wird immer noch ein bizarrer Wahnwitz mittlerweile. Und das kriegst du nicht bloß, wenn du das immer mehr erkennst, was das für ein Wahnwitz, was für unendlich geistlose Kreaturen die Menschen sind. Und lass dich nicht von Intellekt blenden. Du kannst dich jetzt richtig schön hinsetzen, was ja noch relativ angenehme Zeingenossen sind, und dieses Video anhören von Lesch und Blech, oder wie heißt der junge Philosoph? Pracht. Pracht, der Pracht und der ganz relativ aktuell, der Pracht und der Lesch über Verschwörungstheorien. Und da wirst du merken, der kritisiert den Split in den Augen der anderen. Der ist ja bekennender Materialist, Realist nennt er das. Und jetzt, wenn ich etwas, was real bedeutet, was Faktum bedeutet, Mathematik bedeutet, hat er eh schon verloren. Sie sind heilig, wissen nicht, bring mir einen Menschen oder 100 Lesch, was überhaupt nicht was hundertprozentig sicher ist. Es ist dein Programm, das in logisch erscheint, ist für ihn richtig. Und dasselbe gilt für all die Blogger, wenn du reinschaust, wenn man dort den Fokus hat der Weltverbesserung, die an ihren Computer sitzen, die Deppengesichter, die hierher ziehen und dann die neuesten Nachrichten hier wieder kauen, natürlich nur die Nachrichten, die sie anschauen. Alle, die was anderes behaupten, haben nicht recht. Woher weiß er, dass das stimmt, was er nachklappt? Ja, weil es ihm logisch erscheint. Klar. Wieder so ein schöner Satz vom Udo. Beobachte in deinem Traum die Figuren, und wenn irgendjemand etwas kritisiert, seine Kritik sagt überhaupt nichts über das, was kritisiert wird. Es sagt alles aus über den, der kritisiert, weil Kritik, Bewertung, wertfrei, ist immer verbunden im Vergleich mit einem einseitigen Ideal. Ja. Bis du dann begreifst, was die Vollkommenheit ist. Das heißt, wenn du einen nicht kennst, der erzählt dir irgendetwas, das ist nichts aussagend für dich, solange du das nicht selber analysiert hast. Wenn du jetzt eine vorgefasste, einseitige Meinung zu deiner Meinung machst, dass ich immer sage, du bist ein billiges Abziehbildchen des Glaubens deiner Lehrer und deiner Erzieher. Ja. Und das wird dir hundertprozentig logisch erscheinen. Das heißt, wenn ich einen nackten Computer nehme und ich mache Windows rein, werden alle Betriebssysteme, die nicht Windows sind, dann total falsch und verkehrt erscheinen. Ja. Nicht nur schlechter, sondern überhaupt nicht funktionsfähig sein. Vollkommener geistloser Wirrsal. Chaos. Obwohl das genauso logische Strukturen sind, wenn du eben ein anderes Maßstab machst. Das ist natürlich, das löst, das alleine löst schon alles, was du an Weisheit an der Welt zusprichst. Wenn du Weisheit zusprichst, wenn du Wissen und wenn du Macht zusprichst. Ich kann da bloß eins sagen, die du glaubst, dass die mächtig sind, die sind total ohnmächtig. Figuren in deinem Traum sind ein reines Dasein müssen. Jeder, den du dir ausdenkst, wird so sein, wie du in dir denkst. Das begreifst du erst mit Doppelstück, wenn du dich fest einmal als Träumer im Geist setzt oder als Computer setzt oder als Rede setzt. Diese drei Beispiele, die ich da immer wieder bringe, unterschiedliche Phänomene zu beschreiben, jede bietet sich an, die klar zu machen, dass da nichts vorher und nachher kommt, jede Form ist immer jetzt und jede Entstehung einer neuen Form zerstört jetzt die bestehende Form. Das ist das hier, das mache ich mit der roten Nähte. Wenn es mir geht, um die Ursache von Bildern, nämlich im Computer, das können nur die Bilder auftreten von den Daten und Programmen, die du nutzt, obwohl unendlich viele andere Programme und Daten noch in dir drin sind, wenn du das erweiterst durch Neugier. Um den träumenden Geist, um die Machtverhältnisse darzustellen. Mit den träumenden Geist, immer wieder, der träumende Geist ist prinzipiell die Quelle für alles, was er ausdenkt, aber wiederum kann er sich nicht raussuchen, da ist das dein Programm, ihn das diktiert. Und dann stehst du schon diese Trinität, die du vor dich hinmachst, stehst du schon wieder ans Drüber, weil du dir jetzt das ausdenkst. Und das ist so. Das wirst du irgendwann einmal akzeptieren müssen, du Geist.
Und wie siehst du das, akzeptierst du immer mehr ich. Ja. Du hast dir immer mehr deine unendlichen Größe und Macht bewusst und im selben Moment werden immer die Kleinsten werden die Größten sein. Das Allerkleinste, sage ich immer wieder, ist so unendlich klein, dass es nicht mal mehr gedacht werden kann. Das ist dann zwangsläufig alles. Jetzt sind wir da, wo ich euch hinführe. Alles dazwischen drin ist Unterhaltung. Okay? Ja. Okay. Jetzt mal selbst ein Gespräch führt. Udo, darf ich heute Abend die Marion anrufen? Ja, wenn du willst. Hab ich was zu sagen? Ich erkläre jetzt die ganze Zeit, wo die Macht liegt und sofort bröselt wieder der Brösel auf. Ja. Eine rhetorische Frage. 19 Uhr? Ja, ich sage, ich hoffe, ich denke dran. Selbstverständlich. Okay. Ich rufe es einfach mal. Nee, du ruf auch nicht, was, wenn es klingelt, was ich, dass du es bist. Ja. Okay. Das super. Ja. Okay. Margot, tschüssi. Danke, danke, danke. Tschüss. 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 Tschüss.